Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum Livestream in der Zockstube. Wir gucken uns heute Mini Motor Racing X an, ein Arcade Fun Racer auf der Oculus Quest, der vor einiger Zeit rausgekommen ist, wo ich mir gedacht habe, das ist mal so ein Spiel, das macht grundsätzlich sehr viel Spaß, auch im Multiplayer. Und wir gucken uns das heute zusammen an. Dafür habe ich tolle Gäste, die stelle ich euch gleich auf jeden Fall vor. Also ich werde das heute nicht alleine zocken, sondern ich habe drei tolle Gäste mit dabei, die ich euch gleich vorstelle. Bevor ich das mache, schaue ich jetzt aber mal zu euch in den Chat. Erstmal schön, dass ihr dabei seid. Ich guck mal, wer ist denn alles am Start? Sinsa, Ruand, Basti, Tim, Tobi, der Buddy ist dabei. Ja, Buddy ist wahrscheinlich gerade nicht mehr dabei. Rex, die Leni. Dann Okni, herzlich willkommen. Laufportal, AK, Cressian, die Lucienne ist dabei. Valentin, Jochen, Sebastian. Ja, und ich glaube dann habe ich soweit alle, die ich zumindest gelesen habe. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wie gesagt, heute Mini Motor Racing X im Multiplayer. Mini Motor Racing X ist ein Arcade Racer. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, ja, so ein bisschen wie Mario Kart. Es gibt aber auch Modus ohne Items. Ihr könnt da sogar sowas wie Rocket League drin spielen, also Autofußball, was wir gleich auch mal, wir sind insgesamt zu viert, in 2-gegen-2er-Teams ausprobieren werden, sodass ihr heute nicht nur ein Let's Play kriegt, sondern auch einen umfangreichen Eindruck von diesem Game. Ein letzter Hinweis, bevor ich dann ins Headset starte, in der Videobeschreibung findet ihr eine Playlist, wo ich euch alle Livestreams der Zockstube verlinkt habe. Wenn ihr die also mal nachschauen wollt, was so in der letzten Woche gestreamt wurde, dann schaut einfach in diese Playlist und ihr könnt das nebenbei einfach ein bisschen laufen lassen, wenn ihr Spaß an Livestreams habt und mal so ein bisschen seichtes Gameplay sehen wollt. So, und jetzt starte ich in den Livestream und gebe euch direkt mal mein Bild frei. So, na komm, Stöpsel in die Ohren. Auch wieder der Hinweis, wenn euch irgendwas auffällt, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn jemand zu laut ist, wenn jemand zu leise ist, bitte schreibt das in den Chat. At Zockstube, so ist synchron. At Zockstube, dann sehe ich das direkt, wenn ich in den Chat gucke, weil es hervorgehoben wird. So. Und dann kann ich darauf eingehen. Übrigens, vielen, vielen Dank wieder für die tollen Spenden beim letzten Livestream. Das war echt super. Über Tippi-Stream ist echt viel... Oh, verdammt, jetzt habe ich die Brille ausgemacht. Seid ihr noch dabei? Oh, außerdem an den Ausknopf gekommen, sieht aber noch gut aus. Über Tippi-Stream und auch ist ein neuer Patreon dazugekommen. Erstmal vielen Dank dafür, das ist natürlich eine super Sache und freut mich einfach riesig. So, und jetzt lade ich mal die Gäste ein. So, ihr wisst noch nicht, wer es ist. Deswegen der kleine Überraschungseffekt. Dabei ist der Anubis, dabei ist der Valentin und dabei ist der Buddy von Buddy's VR Lounge. Jetzt müssen die nur noch die Einladung annehmen. So, das nutze ich mal, um bei euch in den Chat zu gucken. So. Da kommt gleich ein Zug und dann war es das mit der Zockstube. So, ich sehe, die ersten sind gejoint. Der Buddy ist dabei, der Anubis ist dabei. Hallöchen. Ah ja, Discord. Ja, jetzt hört ihr mich. Alles klar, ist der Valentin auch da? Den sehe ich jetzt hier. Ah, da ist er. Da kommt er. So, jetzt sind wir zu viert. Das Team ist vollständig. Und ja, erstmal, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und dass wir jetzt hier den Livestream zusammen machen können. Richtig klasse. Und damit die Leute euch mal kurz kennenlernen, würde ich sagen, sagt doch mal ein, zwei Sätze zu euch selbst, damit die so ein bisschen die Stimme auch mit eurem Namen in Verbindung bringen können, weil die euch ja nur hören. Wer will anfangen? Buddy, fang du mal an. Von links nach rechts bei mir. Ich fang du mal an. Buddy's VR Lounge, das ist mein YouTube-Kanal, auch hier, wie gerade gesagt, auf YouTube zu finden. Eine Freude, heute dabei sein, wieder zu dürfen und hier eine lustige Runde mit Mini Motor Racing X mit euch zu spielen, weil es auf jeden Fall mein Lieblingsracer auf der Quest. Wahrscheinlich ja nicht nur der beste Arcade Fun Racer, eben wurde auch schon in den Chat richtig geschrieben, mich erinnert es auch an Micro Machines eher. Ja, ne? Definitiv. Und deswegen freue ich mich riesig drauf. Ja.
ist der Quest mein Lieblingsracer und macht Spaß. Ja, deinen Channel Buddy habe ich übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also jeder, der sich für den YouTube-Channel von Buddy interessiert, wird in der Videobeschreibung schlau und sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Dann kommt der Anubis Extreme. Ja, hallo Leute, und es ist mir eine Ehre, bei euch dabei zu sein. Es hat mich riesig gefreut, dass ich da mitmachen kann. Und grüße auch gleich die Hammer-Community, die da draußen das Ganze unterstützt. Und lass uns loslegen. Ja. Ich bin so richtig, richtig heiß. Vielen Dank, dass du dabei bist. An der Stelle, bevor wir zum Valentin kommen, einmal die Bitte an den Chat. Könnt ihr einmal sagen, ob der Voice-Sound von den Kollegen auch so passt mit dem Spiel-Sound und mit meiner Stimme? So, Valentin, jetzt zu dir. Ja, servus. Ich bin der Valentin und weil heute Valentinstag ist, bin ich natürlich auch ja, dabei. Habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich Profi-Rennfahrer bin? Hast du wohl vergessen, leider. Ja gut, der virtuelle Shampoos geht auf dich, Patrick. Ja, auf jeden Fall. Die Flasche Shampoos, die zerschlagen wir dann an deinem Auto. Ja, schön, dass du dabei bist. Du hast auch einen YouTube-Channel. Du bist jetzt relativ neu gestartet mit YouTube, machst aber echt tollen und witzigen Content. Und den Link zu Valentins YouTube-Channel findet ihr auch in der Videobeschreibung. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich die Koop-Karriere angehen und die ersten Rennen machen, gucke ich noch einmal kurz in den Chat, ob da alles so passt. Sound passt. Anubis kratzt etwas. Ja gut, das ist halt, man ist sehr, sehr nah am, okay. am Mikrofon. Hallo Nessie, hallo Kai, ja, schön, dass ihr dabei seid. So, und jetzt weiß ich gar nicht, machen wir die Karriere. Ich gucke mal einmal kurz in den Party-Modus, da haben wir Bumperball. Ich würde sagen, machen wir erstmal eine Koop-Karriere. So, und da starten wir, da könnt ihr euch das Auto auswählen, weiter, ja komm. Klassischer Modus und ich würde jetzt sagen, wir starten mal in der Meisterschaft bei Anfänger und machen Schwierigkeitsgrad auf Mittel. Was haltet ihr davon? Ja, klingt gut. So, ja, mach alles gut. Und ihr seht hier unten, da sind eine Menge Strecken. Ich zeige das gerade mal im Stream. Allein beim Anfängermodus 9 Seiten an Strecken. Okay, die fährt man nochmal vorwärts, die fährt man nochmal rückwärts. Also das wiederholt sich schon. Aber die Streckenvielfalt ist hier halt der Wahnsinn. Okay, Leute, erste Strecke ist ausgewählt. Seid ihr bereit? Immer doch. Wir sind bald, kurze Frage. Ja. Machen wir mit Waffen oder ohne Waffen? Ich mach erstmal ohne Waffen gerade. Alles klar. Alles klar. Ach, es gibt Waffen? Ja, es gibt so. jetzt tu doch nicht so, als hättest du dir das nicht angeguckt, ne? Ja, so, los geht's. Valentin, du musst, glaube ich, rechts den Schlüssel umdrehen. Der tut so gerade, ne? Der tut so. Und gleich zieht er uns hier alle ab. Ach so, nee. Ja, yeah, er hat noch vorher noch schnell ein anderes. Genau. Loadout ausgewählt und jetzt geht er los. So, und jetzt das Coole ist hier, ihr könnt die Perspektive wechseln aus dem Cockpit oder, ich zeige euch das mal, ihr könnt sogar hier komplett aus der, ich sag mal, aus ja, extern steuern. Ja, so fährt man ja auch. Ich hoffe, du fährst Nein, auch so. Nein, ich fahre natürlich, ich bin hinterm Auto gerne. Sag mal, Buddy. Also, Jungs, ihr wisst Bescheid, sobald euer Auto kaputt ist, nehme ich euch mit dem Bus mit. Hast du den Bus genommen? Ja. So, Anubis setzt sich da direkt in Führung. Ja. Ah! Oh, der geht ab. So, ihr habt dann auch immer so Nitro, was ihr einsetzen könnt. Ja, so habt ihr jetzt gerade, das gerade beim Anubis gesehen, wir sind hier, wir sind hier gerade schon. Der erste. So. Wow, jetzt will ich schon ein paar Reifen. Anubis! Mit dir auch schon ein bisschen Ärger. Anubis gibt Alter, wie schnell bist du denn? Wahnsinn! Supergeil! Cheater. So. Fertig. Ja, dankeschön. Okay. So, gutes Rennen, Anubis. Oh, pass auf, dankeschön, noch Platz. Dankeschön. Für Valentin geht's noch um was? Valentin, der Bus ist scheiße. Der Bus ist scheiße, der ist langsam. So, ja, hier, voll, finde ich super so. Bad am Bus. Ja, der ist cool zu fahren. Guck mal, wir bauen hier nur Scheiße. Rennen vorbei und das warten wir noch eben auf Valentin. Ja. Komm. So, da fährt er. Ja, cool. So. Also, was ich hier auch cool finde, ist, dass man das einfach mal schnell zwischendurch fahren kann und so ein Rennen auch einfach nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Da kann man einfach mal loslegen. Aber ich muss noch eins jetzt direkt mal sagen. Wir haben noch gar nicht drüber erwähnt, dass heute der Vialin-Tag ist. Heute ist der Vialentinstag. Boah, ist das schlecht, ne? Aber es gefällt mir gut. So. Ja. Next race. Go.
Valentin rüstet Auto auf. Da fährt er jetzt die ganz harten. Klassisch. Ja, den ganz harten Geschütze. Der Hund jetzt hat richtig gelaudert und dann zieht er uns ab. Okay. Repu, Hallöchen. VR Mainz ist dabei. Tencho, schön, dass du dabei bist. Hackman ist auch mit dabei. Wow, 63 Leute. Super cool. Buddy, du müsstest einmal ready machen. Mega. Ah, okay. Auswählen, ja. Weiter. Geil. Bitteschön. So, nächste Strecke. Hammer. Ja, der Buddy hat das Spiel ja damals vorgestellt in der Oculus Quest Show. Das war eine sehr geile Präsentation. Da warst du zu Gast, erinnere ich mich. Dankeschön. Noch. Ja, das war super, die Quest Show. Die ist immer noch super. Aber da war echt eine Freude. Dann wisst ihr, was mir gerade auffällt? Du hast wieder den Bus? Sogar der Bock war schneller als ich. Ja. Nein, ich habe mich verdrückt. Statt Gas gegeben, habe ich gebremst. So. War der beste Start ever, den ich jemals gemacht habe. Nein! Ja, er wäre blockiert. Nein! Scheiße! Ich habe versucht, den Anubis zu blocken. Und er hat es enttarnt. So. Boah, du bist schnell, ey. Was ist... Oh nein! Oh, okay. Komm schon. Ah. Oh, da ist der Wally. Wow. Boah, der Anubis ist schon wieder Kilometer weg. Wahnsinn. Ach, du hast mich jetzt sogar überrundet. Ja, krass. Denke, ja. Du kannst mit dem rechten vorderen Daumenstick kannst du boosten. Ja, das ist wichtig. Das war mir noch wichtig. Ja, Anubis, also ich sag schon mal Glück. Und du bist ja echt richtig hammerhart, ey. Du machst ja gar keine... Ja, ich weiß nicht, woran das liegt, weil ich habe noch nie Multiplayer gespielt. Gar keine Kompromisse, immer nur auf einfach und Bots. Ja, so. Beendet. Ja, das war ja nix. So, dann gucken wir mal. 1, 2 und die 3 und der Valentin auf the 4. Ja, mein Start, der war halt zu unterirdisch. Bremsen beim Start, das kann ich euch nicht empfehlen. So, der Anubis, der geht vorweg, ey. Jetzt kommt... Ja. Muss man mal gucken. Ach, der springt ja immer wieder auf die letzte Seite. Das ist ja auch komisch. Ja. Nimm mir noch einen Kaffee hier. Ja, gönn dir, hör mal. So, ich würde sagen, wenn wir einen so einen Grand Prix durch haben, also 4 Rennen, dann gucke ich mal immer kurz in den Chat. Ist ja mit der Quest ein bisschen schwieriger. Mal Valentin rüstet Auto spielst auf. Spielst du mal mit deinen Bros Rec Room, fragt der Tencho. Ja, wir können gerne mal. Rec Royale interessiere ich mich für. Und ich finde natürlich Paintball immer gut. Wo bist du? Ach, da oben ist er. Da, Valentin spielt von oben. Hallo. Also geht los. Ja, das finde ich auch geil. Das sieht gut aus. Habe ich beinahe wieder den Start verpasst. Wahnsinn. Ja, ich war gerade auf dem Chat am gucken, da startet ihr schon. Sehr freundlich. Ja, ist kein Problem. Nee, das Ding ist, du kannst den Start nicht aufhalten. Du kannst nicht pausieren im Multiplayer. Ja, ich weiß. Das war jetzt eine echt dumme Situation. Hau ab. Ah, nee, ey. Ja, Jungs, wie macht ihr das? Ihr seid extrem... Schau mal, ich will schon wieder überrundet, ey. Ich verkacke einfach die Starts, ne? Dann läuft das genauso bei dir auch, wenn du die Starts so verkackst durch. Mist. Und dann musst du doch ganz... einfach total blöd fahren, dann klappt das, ohne Witz. Boah, Alter, gegen Anubis siehst du kein Land, ey. Hier, ich fahr nicht um. Keine Ahnung, ich fahr nur. Ich mach mir schon Freunde. Ich fahr dein Auto kaputt hier. Ich mach mir richtig Freunde. Komm, ich da! So, wie sieht's denn insgesamt aus? So, alle im Ziel, sehr schön. Ja, Mann. Perfekt. Super geil. Ja, guck mal, wenn du immer die Messlatte runtersetzt. Guck mal, wenn du ein bisschen Geld einnimmst, dann kannst du nach dem Rennen immer ein bisschen upgraden. Dadurch wird dein Auto besser. Wenn du jetzt ein Auto hast, was du noch nie gespielt hast, dann ist das halt auch noch nicht upgraded. Ne? Dann, ja, das ist für eben. Genau, das ist dann ganz normal. So schaut das aus. Mhm. Okay. Ich hab nicht mal Geld. Ja, du kriegst, weil wir sind ja in der Koop-Karriere. Das bedeutet, wenn einer von uns gewinnt, dann kriegen automatisch alle die Siegprämie. Und der Anubis, der rettet uns da gerade so ein bisschen den Arsch. So. Okay. Ja, also wir kriegen dann alle. Anubis, du spielst das Spiel aber gerne, ne? Auch solo, ne? Also, man merkt, dass du das Spiel sehr gerne spielst, ne? Meinst du mich? Wer ich? Ja, so, ja. Der bei dir? Eigentlich nicht mal. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Es läuft. So.
Oh, oh, jetzt bin ich Pole Position. Ich fahre dir hinten direkt rein. Ja, das ist direkt. Ach, guck mal, da rechts läuft ein Huhn. Okay. Wie geil ist das denn? Gibst du mir noch Shoot? Ja, oh, ich sehe schon riesig, das war ein Hammer. Da war ich. Das ist so gut. Okay. Vielleicht die Bande geküsst schon. Spielt ihr eigentlich welche Perspektive? Ich bin hinter dem Auto. Ich bin gerade nicht down. Ich bin auch hinter dem Auto. Ach Gott, ich spiele ja Ego-Perspektive. Ich spiele VR. Ich kann gar nicht reden, der Anubis, ja, der brauchst du wirklich die höchste Konzentration hier. So. Ja! Oh. Ja, wartet mal, bis ich meine Die Zackstube, sie kommt. Letzte Runde. Ja, ich hab letzte mal Runde. Gewonnen. Jawohl. Ich hab mal. Na, schönes Ding. Glückwunsch, schönes Ding. Du hast mich gewinnen lassen, sei ehrlich. Ich weiß schon ganz genau. Nein, ich hab gekämpft. Naja, ich bleib irgendwie hier gleich bleibende Qualität. Ne? Keine Chance. Wie früher in der Formel 1. Na, auf Platz 1 Ferrari, Platz 2 Mercedes und auf 3 immer BMW. Buddy, ist gerade so BMW. Ja, danke schön. Sehr freundlich. Nein, ich mochte BMW mehr als Ferrari und Mercedes, obwohl bei Ferrari zu dem Zeitpunkt Michael Schumacher fuhr. Ich war immer so der Ralf Schumacher-Fan. Weil die ja auch die einzigen waren, die nicht auf Bridgestone-Reifen waren, sondern auf Michelin. Und die haben sich anders verhalten bei hohen Temperaturen. Und da hatte BMW immer einen Vorteil. Das ist richtig. Ich mochte halt also die Autos nicht so sehr, sondern die Fahrer, ne? Also ich hatte immer meine Lieblingsfahrer. Ja. Buddy, go. Da sind einige. Achso, dankeschön. Ja, mach nix. Alles gut. Boah, die Karten, die sind aber auch so schön gemacht einfach, ne? Guck mal, jetzt auch hier schon wieder, guck dir das an. Ja, macht Laune. Die sind so geil. Ich finde Valentin so richtig schön, wie ich das jetzt... Wie der da oben ist, ne? Ja, ich hab ein Auge auf euch. Jetzt könnt ihr nicht mehr cheaten, ey. Kannst du denn von da aus die ganze Strecke überblicken? Ach, Mist! Ja. Ach. Wenn mein Auto so um die Kurve fährt, sehe ich halt so durch die Wände durch. Ach was, man kann auch bremsen. Ja, man kann auch bremsen. Ja, wenn man Schiss hat, kann man bremsen. So. Weiß doch, wer bremst verliert. Nein! Warum fahr ich denn die ganze Zeit gegen die Wand, Anubis? Du brauchst dir keine Sorgen machen, du brauchst nicht schnell fahren. Ich fahre hier überall gegen. Das ist gut, warum komme ich denn auf dich? Ja. Immer diese Fake News. War das schon? Ja, das war schon. Ja, Glückwunsch! Also. Mist. Das war. Nee, wieder vorbei. Guck mal, aber du hast auch einen geilen Helm. Einfach bleib mal so stehen. Ich hab dich gerade genau. Du hast echt einen geilen Helm. Okay. Und was ich jetzt cool finde, guck mal nach links. Ja, genau, ich finde das geil, dass man halt sieht, wie man reagiert. Man kann hier quasi. Seht ihr mich hier, meinen Helm? Ja, ich finde das wirklich auch. Ach, da hinten? Ja, man sieht dich. Hier, ja, da ist der Buddy da hinten. Ja. Ja, cool. Okay. Dann gucke ich jetzt mal kurz in den Chat. So. Ja, ob man mehr Runden einstellen kann, Patrick, fragt hier Hackman 82. Ja, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube. Du musst angepasstes Spiel machen. Wo denn? Anpassen. Wir machen ja jetzt Karriere bei angepassten Spielen. Du kannst benutzerdefinierte Spiele machen, da kannst du auch Runden anpassen. Wo ist das denn? Warte mal, auswählen. Weißt du nur nicht, ob es in der Karriere geht. Wo ist denn das? Bei schnelles Rennen oder was? Anpassen. Nee, angepasstes Spiel. Kann nicht sein. Wo finde ich das denn? Du kannst ein benutzerdefiniertes Spiel machen. Wo weiß ich jetzt? Nicht? Anpassen ist nur Dings anpassen. Was haltet ihr denn mal von einer Runde Bumperball mittendrin? Zur Abwechslung. Ja, mach mal. Auf jeden Fall. Machen wir mal so, Bumperball. Ja, nehmen wir die Teams, die jetzt gleich automatisch zugelost sind. Das wären Anubis und ich gegen. Yeah, ja, sehe ich nicht. Okay, ja, okay. Bumperball kenne ich ja wirklich nicht. Okay, also es ist Fußball, Autofußball. Was nehme ich da? Autofußball 2 gegen 2. Ach, ich mache dann den Torwart, dann muss ich nicht viel. Ja. Auf den Fern. Okay. Ist gar nicht so leicht. Anubis, go. Keine Ahnung, komm, ich nehme mal den Boss. Also das ist auch nicht so mein Lieblingsspielmodus, aber ist witzig gemacht. Ja. Dass sowas in VR möglich ist, ist halt schon cool. Ja, auf jeden Fall. Das haben sie echt gut gemacht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da rechts ist der Anubis, da vorne sind die anderen. Ach, ich bin mit Zockstube. Okay, cool.
Ah, da bin ich. Dann gibt der Buddy Gas. Ja, ich muss erstmal wieder hier alles raffen. Bin wieder total verpeilt. Ja! Hallo, ich mach den alleine. Wie geil ist das denn? So. Oh nein, 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 nein. Oh. Okay. Rosa. Da ist er. Oh. Mist. Ach, voll vorbei. 140 zu blöd. Oh. Nein! Oh. Ja, da mal. Das war doch Mist. Ja, komm rein und! Wow. Nicht mit drin, schade. Weg damit. Wo ist denn? Ich seh den Ball nicht mehr. Oh, nein! Ja. Ich fahr noch gute vorbei. Vorlage. Gute Vorlage. Wupp, da war meine Wand. Mist. Ah. Jawohl! Wo ist er? Nein, Mist. Der Kim eine Klatsche. Ist halt so. Ah, Mist. Ja, Mann! Okay, der geht von Zell. Hä? Nee, das war nicht drin, oder? Ja, doch. Nee, doch. Ich hab den nicht mehr berührt, seit er mit mir. Ah, ja, hä? Ah, Mist, da hält er mich ab vom Schuss. Der war von der Mittellinie reingewämmt, ey. Mega. Ja, eure Schiedereien sind hier mega schön. Ja! Mist, was? Hä? Was war das? Hm. Was? Okay. Du kannst wo. Ich glaube, eine Runde hier Bumper Ball reicht dann auch, oder? Nein! Ja, oh, okay. Ja, komm, Valentin! Okay. Oh, schön. Ah, verdammt. Der Jungs, als Profi-Rennfahrer ist man sowas halt nicht gewöhnt. Ja, kann von der ganzen Abfahrt. Nein. Oh, okay. Nein. Alles klar. Oh, wir haben noch eine Minute, wir schaffen noch mal 6. Nein, Quatsch. Das ist gemacht. Ja. Ah, Mist. Wo hänge ich denn hier? Oh! Da hätte ich jetzt. Oh, ich hänge auf dem Dach. Oh, Frontalkrisch! Komm schon! Mist. So, hier diese Flasche muss man immer. Das ist ein Scheiß, ist die das? Die Flasche muss man immer einsammeln, das ist dann ein zusätzlicher Booster. Ja, verdammt. Ja. Oh, jetzt hab ich den weggeschoben. Hey, du machst das schon, ne? Mist. Ja. Jetzt macht er den. Was für ein Dribbler, Diego Maradona des Bumperballs. Ja, dankeschön. Oh, sorry. Das Hinterrad verdammt. Gottes. Okay, wir fahren Rennen, okay? Ja, macht besser aber Spaß. Ja, besser nicht. Ja, hat aber Spaß gemacht. Ja, so. Okay. Bist witzig. So. Hallo an alle, die dazugekommen sind. So, jetzt muss ich mal gucken. Anpassen mache ich. Nee, warte mal, anpassen. Ich mache mal schnelles Rennen auswählen. So, und jetzt können wir hier eine Strecke auswählen. Type X. Dreh den Schlüssel, um zu starten. Wie kann ich denn jetzt hier Tempo, Mittel, Hoch, Niedrig? Ich sehe jetzt aber nicht, wo ich hier die Anzahl der Runden auswählen kann, Leute. Type X ist dann mit diesem Items, wo man sich noch abballern kann. Aber ich kann jetzt nur starten, ehrlich gesagt. Ja. Also Mario Kart-mäßig jetzt. Ja, ja. Ja, man fällt. Ja komm, sonst fahren wir. Dann fahren wir mehr Strecken. Das ist jetzt. So. Der Buddy ist noch weg. Buddy? Muss ich den nochmal einladen? Buddy ist irgendwie. Dann lade ich den nochmal ein. Freunde einladen. Jo. Da ist er. So. Dann suche ich uns schon mal die passende Strecke raus. Boah, da sind ja so viele tolle Strecken dabei, ne? So, jetzt da ist der Buddy. Ja, das sind's. Okay, seid ihr ready? Entschuldigung. Yes, ja. Sir. Ja. Ich muss noch so. Typ X-Modus jetzt? Nee, noch nicht. Ich dachte erstmal noch ein bisschen warm werden mit der Steuerung. Und dann können wir nachher auf jeden Fall noch. Das ist eine geile Strecke. Ja, ist cool, ne? Da oben ist der Wand. So richtig schön Kart-Feeling, ne?
Nein. Gerammel. Ja, das ist auch der Unterschied, was mir besser gefällt als halt Dash Dash, ist halt wirklich, du hast hier, auch wenn es ein Arcade-Racer ist, viel mehr Strecken, die wirklich an den Aufbau von Kartstrecken erinnern. Ja, das stimmt. Anstatt diese übertriebene, wie man das Mario Kart kennt. Ist aus meiner Sicht auf jeden Fall das beste Racing-Game auf der Quest. Ist nein! Nein! Oh, hau ab! Hau ab! Okay. Du hast keinen Boost mehr. Ist aber noch nicht die letzte Runde. Oh, scheiße. Nein, der heilt sich da noch den Boost ein. Frechheit. Nein. Oh. Ah. Verdammt, ich hab die Perspektive. Kannst du die Perspektive gewechselt? Ja. Aber der Patrick, der ist immer etwas mit mir am Rangeln. Da. Ja. Aber am Rammeln ist der. Aber und das haben wir ja links da. Hammer. Ja. Oh, ich bin auch dabei. Ja, da ist er. Ja. So. Und wer dabei ist. Bam. Guti. So, Valentin, düst. Oh, gleichbleibende Qualität. Die Dry. So. Ja, cool. Alle fertig. So sieht das Rennen aus. Anubis wieder, 3 Sekunden ey, vorne, Wahnsinn. Mhm. Der Mann, der gibt Gas. Keine Gefangenen. So. Na komm. Was soll mal. So. Na. So. Nächste Strecke, die Grabungsstätte. Das ist, die bist du auch gefahren, Buddy, in dem Video. Ja. Okay. Der verwinkelt. Ja. Also nochmal normal ohne Waffen? Ja, ich würde sagen, immer 4 Rennen und die nächsten 4 machen wir dann mit Waffen. Was hältst du davon? Typisch. Ja, genau. Okay, ja, hört gut an. Ich finde das so richtig. Valentin. Ja, hi, Valentin. Der große Star. Ja, diese Upgrades machen schon einiges aus. Ja, klar. Ja, sicher. Buddy! Nix da gleich hinter mir. Okay. Durchtrenne den Kreis. Ich ändere ja das jetzt. Ich bin jetzt nicht mehr Platz 3. Wenn ich auf Platz 3 lande, lass mich zurückfallen, damit ich Vierter werde. Ja, gerne. Dann bin ich Dritter. Da bist du mein Bunge dabei. Warte, du gibst hier aber gerade. Oh, ja. Oh. Ah, Mann, nein. Bleib hinter mir. Ich geh weg. Bam. Nix da. Gibt's auch nicht, dann cheatet der wieder. Wo ist denn schon wieder der Anubis? Das ist doch nicht wahr. Der ist vor dir. Der Hammer, ey. Tut euch schon mal hier und irgendwie gegenseitig abschießen. Mist, ich frag mal. Ich glaube, der Anubis, da sind die Bremsen kaputt. Da sind die Bremsen kaputt einfach. Runter, ja. Die Bremsen selbst nicht. Das ist so ein bisschen... Wer bremst, hat Angst. Ja, genau. Wer bremst, der nicht, genau. Ne, statt Mini Motor Racing nimmt Anubis den nächsten Teil von Speed auf. Schon wieder Dritter, ey. Gibt's doch nicht. Oh nein! Was ist das? Jetzt in der Luft. Ich hab einen Handstand gemacht. Genau, jetzt wird er rausgenommen. Disqualifiziert wegen Cheaten. Wow. Valentin. Rennkommission hat entschieden. Valentin, wo bist du? Ja. Ja, guck mal da oben. Ich bin jetzt im Ziel. Ja, gut. Sehr geil. Komm schon, Daddy braucht Geld. Ich muss euch auch mal. Daddy ist jung und braucht die Kohle. Ja. Mach. Ich guck nochmal. Der super Baxter Murphy ist im Chat. Patrick. Hallöchen. Schön, dass du dabei bist. Schreibt bester Fun Racer in VR. Definitiv der Phobi und der Harald und der Upcycle Pizza Julia ist dabei. Ich komm jetzt nicht mehr durch. Harry liebt VR. Hau ab da. Wir sagen nicht, dass der Start jetzt losgeht. So. Wir geben einfach Gas und lassen den reden. Nein, was mach ich denn hier? Mann, jetzt musst du dich da querstellen. Hammer. Oh, was war das? War der Patrick. Oh, okay. Mist. Okay. Grüß dich. Nein! Da boostet er mir vorbei.
Ah. Oh, in dem Moment taucht hinter mir ein Boost auf. Ah, das ist direkt das hinter ist mir. Ärgerlich. Eine Sekunde vorher. Mhm. Ja. Anubis, hast du noch Boost? Ja, eine. Oh, verdammt. Dann halte ich noch für die Zielgerade. Ne? So. Wer? Den Luxus kann ich mir nicht erlauben. 1, 2 und 3. Das ist. Ja, aber das Schönste ist, Buddy, wenn du auf dem Treppchen auf Platz 3 bist, dann kriegst du am meisten Shampoos ab. Ja, das ist richtig. Ich mag das. Weißt du, von allen Seiten. Ah, oh, geil. Magst du Champagner von allen Seiten? Ich stehe drauf. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin einfach der Kameramann hier auf dem vierten Platz. Oh, nee. So, Valentin. Ja, ich muss ja wieder. Ich habe schon heute gemerkt, dass du mit dein typisches Niveau erreicht hast. Und da muss ich dich jetzt mal wieder hinbringen. Ja, Dankeschön, wir sind angekommen. Gerne doch. So, eine Strecke noch normal und dann machen wir mal Type X ein bisschen. Ja, Type X habe ich aber auch. Ein bisschen Abwechslung. Das ist das Schöne, dass das Spiel jetzt so viel Abwechslung hat. Definitiv, bietet, ne? Definitiv. So, die nächste Strecke auch sehr cool. So, go, go. Ich nehme da mal ein Fahrzeug, das nicht so gepimpt ist. Ja, jetzt schiebt er doch nicht aufs Fahrzeug. Das ist echt super. Du hast Dankeschön, einfach Anubis. Unfassbar. Ich gerne an. Schlitten. Mein Gott. Ach, wie cool. Ich hörte hier so rascheln. Mal hier. Oh ja, sieht gleich ganz anders aus jetzt. Mist. Das Rascheln verrät dich. Ja, ich habe auch nur 3 Nitro-Boosts, sehe ich da. Das ist wirklich, ja, schwierig jetzt. Wie viele hattest du gerade? 4. Okay. Ich hab Mist, 2. War voll in die Reifenstadt wieder verdammt. Ich könnte so heulen. Oh, Geld! Oh Mist, hab ich nicht gekriegt. Soll mir das Geld ein, Jungs? So! Okay. Mit dem Schlitten habe ich wohl keine Chance. Bleib doch hier, komm. Das war mal eine Geil einfach dieser Schlitten ist, ne? Guckt euch den an, ey. Guck mal, vorne hast du. Warte mal, guck mal, da vorne sitzt noch ein kleiner Nikolaus. Mir geil. Ja, Hammer. Ja, wie cool ist das denn? Okay. Ja, geil. So, dann machen wir jetzt mal Type X. Ja, sehr schön. Das heißt, jetzt gibt's Waffen wie bei Mario Kart. Oh, yeah. Oh, okay, cool. Aber da muss ich wohl wieder meine Karre nehmen, wenn es um Waffen geht. Oh. So. Die kann man doch gar nicht posten, die Waffen. Nee, Waffen nicht. So, ich bin ready. So, wo kann ich denn Meisterschaft? Warte mal, ich kann jetzt. Ah, warte mal, ich muss, glaube ich, noch mal einmal zurück. Ist eben noch klassisch, Karriere. Ja. Warte mal, wo ging das denn noch? Auswählen. Weiter. Teil und X. Hier wird der Vorwurf gemacht im Stream. Tobi Kor schreibt, Anubis hat doch 20 Stunden lang vor dem Stream trainiert. Darüber müssen wir noch hinter das Gerät kommen. So. Tobi. So. Ne? Wir als Fahrer machen da keine Aussage über einen anderen Fahrer. Und Leni schreibt noch, Project Cars ist klasse und wie er meint, mein Project Cars müssen wir auch wieder machen. Und wie er meint. Ja, Project Cars ist wirklich klasse. Aber ich sag mal, für Quest Standalone ist das ja schon hier echt beachtlich. Super. Ne? Also genau dafür ist ja eine Quest geil. Das ist einfach zwischendurch mal so ein Mini, Micro Machines Racer halt spielen absolut. Kannst. Und wie gesagt, schön viel Abwechslung mit den verschiedenen Varianten, ob mit Waffen, ohne Waffen, ob Bumperball, ne? Absolut, absolut. Cool. Anubis, go for it. Oder suchst du noch was aus? Oh. Du kannst sogar, meine ich, im angepassten Spiel die Fahrzeuge kleiner machen, dadurch sind die Strecken natürlich schon viel breiter. Das ist dieser Micro-Modus. Ja. So, wo sind die? Ja, das ist, glaube ich, auch noch witzig. So, ja, die können wir gleich auch mal machen. Ja, auf jeden Fall. Probieren wir uns mal durch. Da, auf Valentin, gern. Hallo. So, wo sind denn jetzt hier die Waffen? Du musst sammeln. Stell dir mal vor. Nein, was mache ich denn hier? So. Ich glaube, die kommen immer, wenn du über die Ziellinie fährst, oder? Ich sehe gar keine Waffen.
Ich habe jetzt mal eine Mine abgelassen, meine ich. Ach ja, ich hatte auch irgendwie was. Ja, ich Idiot, hab die Perspektive gewechselt. Ach, wo bin ich denn? Guck mal, dann kriegst du mit. Ach du Gott, fahr im Kreis jetzt rum. Ach, das funktioniert. Eieiei. Was? Mist. Ich bin total überfordert. Ich sitze immer in meinem Auto drin. Ach, guck mal, man kriegt pro Runde. Ja! Oh, alles klar. Ja! So gemein. Boah, da war ein Volltreffer. Sehr schön. Irgendjemand ist in mir. Sehr schön gespielt. Okay, also ich hab's jetzt kapiert. Man kriegt pro Runde zufällig ein Item zugelost. Ich hatte einmal, heißt, man startet mit gar keinem Item. Dann in der ersten Runde habe ich eine Mine gekriegt, in der zweiten Booster und in der dritten. Ach, guck mal hier, ein Hurricane. Wie geil ist das denn? Guck mal, von wem ist der? Ist schon wer gemacht, hat das gemacht? Ich würde gerne die Perspektive wechseln. So, jetzt sitze ich wieder im Auto. Alles klar. Ach so, ja, Buddy, du bist noch dabei. Das Letzte. Von wem? Ja, ich habe versehentlich die Perspektive gewechselt und hatte dann die Außenansicht mit dem Lenkrad in der Hand, weißt du? Von wem sind denn die Hurricanes? Ich habe eben auch einen Hurricane geschickt. Weil that is the story of the Hurricane. Entschuldigung, der Song. Ja, Leute, wie findet ihr denn Minimotor Racing? Würde mich mal interessieren, wie der Chat das sieht. Ja. Ja, die feiern das. Die feiern das. Hat doch gerade eben gelesen. Der Dexter hat doch cool. Bestes Racing Game. So, dann bleiben wir mal bei Type X und zocken uns da ein bisschen durch. Macht auch Bock, muss ich sagen. Ja, wenn das funktioniert, ja. Ja, und wie gut das auch hier mit dem Sprachchat funktioniert, ist es einfach Plug and Play. Also wir haben gerade vorm Stream uns rechtzeitig getroffen, weil wir dachten, ja, vielleicht muss da noch was angepasst werden. Wir sind einfach reingekommen und da hat auf Anhieb alles funktioniert, ne? Das ist halt auch wichtig, finde ich. Ist halt schön, wenn die Grundlagen von einem Spiel schön optimiert sind und nicht irgendwie experimentell einem erscheinen. Ja. So, da vorne. Anubis, ich hab dich im Blick. Du hast einen Totenkopf hinten auf dem Helm. Okay. Ja, ich spiel deinen Atem. Ach, Jungs, habt ihr das gesehen? Vor kurzer Zeit war ich Erster. Oh! Nein! Ja! Ja! Verdammt. Nein! Mann! Oh, war das fies, ey. Und ich fahre genau drüber. Buddy, was hast du da für einen grünen? Okay. Ja, das ist ein Schild. Und Mina wieder. Mein Gott, schon wieder, ey. Mann, musst du mir da die Strecke zumachen mit deinem Dreher? Nein, der Buddy hat mich noch überholt. Jawohl, Patrick. Ein Rennen von Patrick. Wunderbar. Verdammt. Alles erreicht, Leute. Bist du gut gefahren, ey. Am Ende auf der Zielgeraden packen. Dankeschön. Grenzt an eine Frechheit. Ja, definitiv. So, aber gerade so. So, da kommt der Valentin. Die Rennkommission wird entscheiden. Das ist so cool, dass man den Kopf da oben sieht, ne? Das ist echt nett. Das finde ich auch schön gemacht. Also der hier Type-X-Modus, der bringt da echt eine gute Abwechslung rein. So. Ja. Ich spiele beides echt gerne. Sowohl Type X als auch ohne Type X. Das wird ja immer teurer, ey. Ja. Das ist ja schön, wenn du die Kampagne, also die Saison spielst, auf Type X oder normal, du kriegst immer komplette Belohnung für deinen einen Account, ne? Ja. Ach Mist, ich schlepp. War wieder ein bescheidener Start. Oh, da kommt er. Nein! Och, Menno! Okay. Volltreffer, ja, du hast mich... Ja, das hat mich gekriegt. Ja, das war mein Schraubenschlüssel und gleichzeitig hat mich deiner getroffen. Mist. Nein, ja. Okay, nach einer Mine erfüllten Patrick. Hau ab. Schon in der Kurve. Der ärgert sich jetzt erstmal. Ach Mist! Ah, hast du meine Mine getroffen? Buddy? Nein, da war der Tornado.
Wer hat denn? Deine Mine bin schon vorbei. Wer hat denn schon wieder den Tornado? Ey, da musst du echt die Augen aufhalten. Wenn der gleich. Der Valentin wahrscheinlich. Nee, nee. Ich glaube, es kriegt immer nur der Letzte oder so. Der ist so ein bisschen wie so ein blauer Panzer oder. Weiß ich auch nicht. So, da kommt er, da kommt er. Platz machen. Platz machen. So. Diese Rakete bei Ding. Bei Mario. Hm? Da. Im Flug, ey. Hat aber nichts mehr gebracht. Sehr schön. Das hat jetzt richtig Helmlose. Gut ausgesehen. Die Mine gar nicht mehr. Mal gucken hier. So. So fühlen sich wahrscheinlich auch die Menschen bei Dyson, schreibt die Julia. Julia. Julia A. So. Kann ich mir auch Björk gut vorstellen, dass die Menschen sich genauso fühlen. Absolut, eines. Julia, nicht Julia. Ja. Julia A. Julia. 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 Juju. Ja, eines meiner Lieblingsspiele. Julia, sag ich jetzt. Auf der Quiz. Man merkt. Ja, ist super. So. War auch so eine schicke Grafik auch, ne? Ja. Da ist ein Hund neben euch. Und eine tolle Rennphysik. Da fliegt ein Vogel. Also für einen Arcade-Racer. Boah, Anubis. Kipp direkt wieder Gas. Arcade-Fun-Racer. Boah. Was? Oh, Mine. Oh, schönes Ding. Entschuldigung, das war asselig. Das war eine schöne Aktion. Das war asselig. Schöne Aktion. Verdammt. Da bist du schon wieder. Was ist denn los bei dir? Ja, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ne? Oh, Mine. Was? Das war vor der Ziellinie. Das war knapp. Das war vor der Ziellinie. Das war jetzt knapp. Verdammt, Alter. Das war mir gar nicht so klar. Ist das ärgerlich? Oh. Aber schön. Schön gefahren, ich kann es nicht sagen. Sehr spannend. Oh. Sehr spannend. Sorry, ich bin auf den Knopf gekommen. Ich weiß nicht, ob. Ich hoffe, es waren schon alle fertig. Nee. Ja. Okay, bleiben wir erstmal bei Type X. Nochmal 4 Rennen. Wie du willst. Ja, gerne. Ich bin für alles zu haben. Ja. Alles ein gefährliches Wort. Ja, wenn man drauf passt, richtig. Boah, Buddy, du hast aber auch eine totschicke Karre da vorne, weißt du das? Na, finde ich geil aus, ja. Das ist auch eins der schönste Auto in dem Spiel. Kann das auch Gas geben? Nee, das nicht, aber dafür sieht es gut aus. Du weißt doch, Style ist mir nur wichtig. Egal. Hauptsache, man hat eine gute Figur. Oh, Alter. Ah, Mist. Ja. Nein, Mine. Ja! Oh, schön. Schön gekontet. Schön gekontet. Mann, gib doch Gas! Bin ich jetzt mit der Mine explodiert, mit meiner eigenen Mine? Ja, bist mit deiner eigenen Mine, das musst du erstmal hinkriegen. Das ist große Kunst. Fuck! Nein, ich glaube, ich habe die Mine der Kälte verpasst noch. Ja, super. Ach, Mist, so knapp! Boah, du warst direkt hinter mir, ne, Buddy? Ja. Was sagen die Zeiten? Bin mit dir ins Ziel rein. Richtig, macht Laune. Das waren 0,4 Sekunden, Buddy, das ist gar nichts. Das ist quasi... Gar nichts, ja. Krass. Ja, mal schön. Schönes Was Handeln. Ich hier bei dem Spiel auch ganz cool finde, ist, wenn du hier auf Time Trial fährst, also Zeitrekord auf einer Strecke, die beste Rundenzeit und dann da schön in der Highscore messen, das ist auch was mir echt Spaß macht. Ja, das müssen wir machen. Ja, können wir uns schön in der... Ja, das wäre doch mal was für die Community. Wer die beste Zeit hinkriegt, der gewinnt einmal Minimotor Racing oder so. Ja, wäre doch geil. Ja, das können wir machen. Können, ja. Also wir sind dann ausgeschlossen, ne? Nein, die anderen, die es noch nicht haben. Ja gut, ihr habt es ja auch schon, ne? Ja, eben. Aber trotzdem. Ja, aber macht ja auch gar keinen Sinn, ne? Weil du hast es doch sowieso, wenn du den Time... Ja, das macht gar keinen Sinn. Nee, deswegen. Ja. Ist doch interessant für die Leute, die es nicht haben. Ja,
Nee, das bringt gar nichts. Das macht gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ja, ja. Hast du irgendwas gesagt? Was? Nee, ne? Nee, oder? Nee, nee, da war nichts. Da war nichts. Ich dachte schon. Ja, aber die könnten ja was anderes gewinnen, ne? Um mal den Faden wieder aufzunehmen. Ja, fände ich auf jeden Fall mal, wäre ich mal auf die Ideen gespannt. Also, was der Chat darüber denkt. Mein Gott. Nein! Oh Mist, und ich habe in der Runde nichts bekommen. Mist, in der Runde, die Kurve, die war jetzt entscheidend. Oh, eine Mine, eine Mine. Boah, ich glückskünst gerade. Das ist knapp. Ein Schiener, du bist nicht. Schade, schade, schade. Das war aber echt knapp. Und der Buddy, ey. Diesmal wäre der erste Platz gewesen. Der Buddy hat da schön den Spieß umgedreht, ey. Ja, ja. Ein tolles Rennen. So, wo? Und Valentin, den fange ich mal eben ab. Ich hab's wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da. So. Jetzt gleich, nein! Der war fies, ne? Jetzt bin ich Sechster. Nein, du warst auch vorher Sechster. So. Das kannst du nicht mehr beweisen. So. Nee, ich muss auch sagen, dass ich das noch keinem VR-Spiel so gut hatte, die Steuerung mit den Händen, also ne, in der Luft ein Lenkrad. Ach, zu du fährst das wirklich wie ein Lenkrad? Super hier, das Gefühl. Okay. Ja, ja. Ich bin VR-Spieler, ja, weißt du? Okay. Ja, ich mach das hier mit den Touch-Controls. Ja. Ja, das ist halt, ne, ich sag ja, du schiebst. Ja. Aber da muss die Rennkommission entscheiden. Ja, bin jetzt zufällig auch gerade ich. Und die Rennkommission sagt, es ist in Ordnung. Boah, der Ball war so viel. Boah, Alter. War ein schöner Sprung, ne? Boah, Valentin. Ist viel gerangelt. Alter. Ihr seid so verdammt schnell. Und wunderschön eure Autos, ey. Ja, du bist wunderschön. Das sind aber auch schöne Autos insgesamt. Wunderschön. Da habe ich zur Kenntnis genommen. Dankeschön. Ja. Wir merken, es ist Vialing-Tag. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, die Gefühle liegen in der Luft. Alle lieben die virtuelle Realität. Romantik. Ja. Ui. Das heißt nicht, dass ihr heute Abend unbedingt Naturfilme in VR gucken müsst. Ne? Das habe ich nicht gesagt. Nein. Nur weil Vialing-Tag ist. Ne? Geht mein Lieber euch Machu Picchu in Natural Geographic ansehen. Das ist wahre VR-Kunst, ne? Ja, das ist geil. Oh, bitte. Ja. Nein! Boah, war das fies, ey. Der war wirklich direkt, ja, keine Möglichkeit mehr. Konnte nicht ja, anders. Ja, ist ja klar. Aber die Map hier ist richtig lang. Ja, die ist cool. Die schön. Ja. Die Schiffe da. Gucken wir uns halt nochmal hier. Das ist toll. Schon gestaltet, ja. Und das jetzt hier wirklich so diese Third, ja, Third Person ist Quatsch, ne? Aber das ist hier so eine... Ah, servus. Ja, hi. Da unten ist er. Genau, der Valentin. Top down. Der fährt auch so. Das ist geil hier, oder? Und jetzt könnten wir da auch so unser Auto fahren. Das sind wir jetzt da. Da bin ich jetzt natürlich nicht so gewohnt, aber so ist es dann echt wie Micro Machines, ne? Ja, ist super. Tolles Spiel. Super cool. Okay. Ja. Gehen wir mal wieder zurück. Und so. What's weiter. Next? So. So. Rüstet auf und ja. Also Jungs, soll ich auf Beschleunigung sparen oder in Handling investieren? Was meint ihr? Beschleunigung. Ja, würde ich auch sagen. Beschleunigung. Jo. Na gut. Ich muss noch ein bisschen... Sag doch, was der Anubis ist. Räumt ab, steht im Chat. Ja, der
Ja, ich krieg Kohle. Ich krieg Kohle, danke euch. Ja, du sammelst ja auch die Kohle für uns ein. Also wir kassieren ja mit ab, das ist ja Koop hier. Das ist ja das Geile. Ah, okay, keine Ahnung. Ja, ja. Ah, okay. Ah, das ist cool. Hau ab. Oh, da kommt der Mann. Oh, aggressiv. Ja. Jetzt da. Da bin ich. Jetzt da. Ja, der Buddy, der will das aber auch ganz schön wissen, ne? Ja, ja, ja. Boah, ich booste einfach jetzt, nur noch. Jetzt geht's ab. Oh. Ah, Mann. Pakete. Ach, Mann, ey. Hast du so einen schönen Start. Die Zockstube wieder. Mein, oh. Hast du meine Miene noch mitgekriegt? Gleichzeitig. Ja, sehr schön. Sieht so aus. Okay, hau Miene, habe ich auch Buddy. Gleich was. Nein! Oh. Oh, die ist nicht so. Ach, der eigene Schraubenschlüssel kann einen nicht treffen. Das ist schon mal eine wichtige Info. Nein, nein, ja. Ach, nein, Miene. Oh, das war knapp. Ja, ja. Ja, Buddy, 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 Buddy! Das war knapp. Jawohl, klar. Das war knapp. Das war knapp. Ja, ja, ich hab das gemerkt. Da hab ich die blöde Miene wiedergefahren, bin oder was das war. Boah, ist so, das spaßig, ey. Tada. 8 Sekunden, Mann. Anubis. Schade, schade, schade. Doch, boah, wie knapp bei dir, ey. Wahnsinn. Sehr schön. Ja, wieder 0,5 Sekunden. Also, Buddy, zwischen uns ist wirklich, ist wirklich Wahnsinn. Knapp. Ja. Ja. Es verteilt sich. So, wollte mal einen anderen Spielmodus machen. Soll ich mal gucken, was wir bei Arcade noch haben? Micromotor wollten wir da mal ausprobieren, ne? Das ist. Ja, machen wir Micromotor. Jo, genau. Okay. Jetzt haben wir auch alles, jetzt haben wir keine nicht mehr unsere. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt seht ihr hier, dass ihr andere. Also ja. Keine also dass die üblichen Statistiken sind von den Autos. Okay, also das sind jetzt neutrale Autos. Okay. Genau. Buddy, go. Ja. Okay. Go for it. Ja, warte, ich muss mal gucken, welches Auto ich nehme. Ach so. Fahren wir alle mit demselben gleich. Also schon, schau mir jetzt einfach mal ein anderes. So, jetzt kann ich mich als Profi-Rennfahrer unter Beweis stellen. Boah, guck mal, was wir für kleine Autos haben, ey. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes. Oh Gott. Ah. Ne, so ist schon so. Geht das schneller? Okay. Bam. Ich fahre hier alles gegen. Drüben noch. Bin ich jetzt auf 5 gelandet? Wahnsinn. Also für eine Sekunde dachte ich, ich bin jetzt von der Map geflogen. Nee, da also. Ein bisschen flott, ne? Ja, der Anubis, der ist da schon wieder Kilometer weg und der Valentin, der hüpft da über die Reifen. Nee, ich bin auf 5. Bin ich total überfordert auf den, bei der Geschwindigkeit. Buddy, ich komme. So. Jetzt, also, sag, guck mal. Am Strand? Können wir mal gucken. So, der Valentin gibt Gas. Wo ist der Buddy? Da kommt der Buddy. Der Buddy fährt über die Ziellinie. Und da kommt der Valentin. Der nimmt natürlich noch ein paar Reifen mit und schießt. Gib Gas, Valentin, fahr. Ja! Da ist er über das Ziel gekommen. So ist das geil, ey. So, bleiben wir noch mal kurz bei Micromotors, oder? Ja, machen wir mal. Nimm ein anderes Auto jetzt. Können wir sich noch mal ein paar bisschen die anderen Autos anschauen, weißt du? Das ist ein guter Plan. Wo kann ich denn Autos? Fährten. Ach, das geht auch in Type X. Ich habe hier noch nicht so viele frei. Big Rig. Ich habe einen Fruit Ninja Wagen. Ja, hab ich gesehen, den Fruit Ninja. Ja, komm, dann fahr ich hier mal mit der Melon. Auswählen. Wie kann man sich die eigentlich freischalten? Indem du Grand Prix fährst. Valentin, hast du eigentlich heute Namenstag? Ja, super. Ja. Alles Gute zum Namenstag. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Dankeschön, Dankeschön. Machen wir jetzt mit Type X oder ohne Type X? Alles klar. Ich fahre in einem Auto, was aussieht wie eine Melone. Ja, wusstet ihr eigentlich, da im Becken sind Haie. Ja, das habe ich mal gesehen. Das ist ganz geil, ne?
Boah, das ist mir einfach zu flott. Ich komme darauf nicht parat. Oh, der Patrick geht jetzt ab, ja? Wie ein Zapfchen. Wie eine Melone. Verdammt. 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 Ah, du sammelst auch schon die Boosts, ja, ne? Ja. Ja, ich habe die aufgespart, ab nur noch zwei. Und ich denke, jetzt bin ich auch chancenlos. Jetzt wird Zeit, ne? Jetzt wird Zeit. Irgendwann ist die Zeit vorbei, weißt du? So, ich muss mich gerade konzentrieren. Sieht so aus. Wenn der Anubis hinter mir noch sehen kann, was ich für Booster aufsammle, dann ist der definitiv noch nicht weit genug weg. Oh, schön. So. Sehr schön. Oh. Aber hier, das, die Karre ist ja mal geil. Der Modus macht auch richtig Spaß, ne? Nein, ich finde das wirklich extrem zu schnell. Ach schon? Hier, können wir gleich auch machen, ne? Machen wir noch ein Rennen in dem Modus und dann gehen wir wieder zurück zu normal Type X. Okay. Oder wollen wir mal in dem Modus noch Type X machen? Ich würde jetzt gerne mal, also jetzt in der nächsten Runde, den Modus in Type X. Machen wir. Hi Kutzi. Und hallo Dario, Davino. Und Warnung. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Mein Gott, ist schon eine Stunde rum. Alter Schwede, ey. Oh, das geht schon. Hammer. Ja. Der Buddy, der guckt nach rechts, wer da ist. Ah, der hat jetzt schon. Hau ab, was? Ey, selbst mit so einem verkackten Bus fährt der schneller als wir, ey. Das kann doch nicht sein, der ist doch nicht von dieser Welt. Oh. Patrick, es wird immer einen geben, der cheatet besser als du. Du hast es auch, Mermine. Oh. Nein! Mist. Hast du den Schraubenschlüssel nach hinten geworfen, Anubis? Nein, okay. Ich weiß gar nicht, weiß ich nicht. Das war das schon mal. Habe ich mich jetzt gefragt, weil bei Mario Kart geht's ja auch so. Ach, guck mal, das ist wie ein roter Panzer. Ja, genau. Oh, verdammt. Schön wär's, nur mir kam gerade einer von vorne entgegengeflogen. Da dachte ich, vielleicht hast du irgendwelche sachdienlichen Hinweise. Geile Karre. Alice. Ja, die ist auch noch... Daddy. Ich habe jetzt auch gedacht, ja, wenn ihr noch ein paar Autos zeigen wollt, bin ich dabei. Und noch nie gefahren damit, aber ja, fährt sich sehr gut. So, da sind wir, Valentin. Am Start. Ach, ich bin doch nicht fertig. Doch, du bist schon fertig. Ich wollte nur... Ach so, wow. Ich schaue mir so die Umgebung an, denke mir, cool. Es ist geil, ne? Es ist einfach cool gemacht hier. Auch da mit dem Kreuzer, was man sonst gar nicht mitkriegt. Ich finde, wenn du so in der Vogelperspektive bist, dann siehst du, wie groß die Karte ist. Dann siehst du, dass da hinten schwimmt ein Hai, hier sind Vögel. Und wenn du beispielsweise bei der einen China-Map in der Ego-Perspektive fährst, dann siehst du Ratten durch die Straßen laufen, dann siehst du da Hühner. Mhm. Und guck mal, auch da unten die Fische, ne? Das ist einfach cool gemacht. Und wie ihr da... Ja, ne? guck mal hier, der Buddy. Der geht ab, der Buddy. Hm? Ich hab dich beobachtet. Ich bin mit dem Kopf direkt hinter dir gewesen. Oh. Ach so, ja, ein bisschen, ne? Ich muss ja hier, merkt ihr, ihr habt gecheatet und euch vorbereitet. Ja. Deswegen muss ich ein bisschen trainieren. Also wieder normale Größe und... Ja, bitte. Okay. Karriere. So. Ich möchte gleich aber noch eine Runde Fußball. Wunderbar. Also zumindest noch eine Runde. Ich mag so gerne Fußball, vor allem wenn ich gewinne. Ich spiele gerne mit dir Fußball. Das ist super. Lass mal zusammen dann, weil ich mag nicht so oft so verlieren. Ich habe damit echt wir Komplexe. Machen Team Fuß machen wir. Verlieren. Komplexe, okay. Ja.
Ja, ich bin ein schlechter Verlierer. Ja, wir mischen die Teams gleich einfach mal durch. Schlecht verlieren dass kann. Jeder mal mit jedem darf. Heute ist schließlich Valentinstag. Okay. Genau. Tag der Liebe. Ja. Ja. So, der Tag der Liebe, die zur VR. Ja. Hallo? VR-Dienstag. Ja, was denn sonst? Ja, ja eben. Niveau, weshalb, warum? Genau. Geil. Gefällt mir. So. So, Anubis fährt mit dem Schulbus. Jo. Also aus eigener Erfahrung, ja, damit gewinnst du keinen Blumenpott. Aber Anubis? Nein, ich denke ich bei nicht. Anubis ist dann was anderes. Aber das ist ja auch ein bisschen Spaß ja. haben. Genau, das finde ich gut. Auch hau ab. Oh. Ja, beim Fußball war das Beste, sag ich gleich. Also Anubis, ich fäng Mist, das nächste ist die Rakete. Oh, was hab ich da? Ja, schön, ne? Hast du auch eine gehabt? Oh. Ja. Ja, mit einer Mine kannst du jetzt natürlich gar nichts anfangen gerade hier. Außer ich bin direkt vor dir. Verdammt, verdammt, verdammt. Buddy, ich lass dich jetzt vor. Buddy, das gibt's ja gar nicht. Okay. Der Bus ist so knapp der Bus, verloren. Der Bus kann nichts. Der kann nichts. Boah, das war. Der, ich finde den super. Boah, bleib doch bitte auf dem Bus. Eine Zehntelsekunde waren wir auseinander. Ja, ich könnte heulen. Ich hoffe, ich könnte heulen. Dabei bin ich auch so gut gestartet. Ja. Wieder, ne? Ach, Mann. Höchste Höchsttempo nochmal erhöhen. Ich brauchte ja nur für läppische 3000 noch zusätzlich. Ne, 3600. Ja. Oha, und ich kämpfe schon mit 600. Leisten. Ja, das ist halt eben, du musst dein Auto ein bisschen pimpen. Das merkt man halt extrem, wenn du so gar bei Null bist. Ja, ja. Dann zeigt sich das schnell. So. Ja, egal. Aber das hast du schnell gemacht. Ja, so. Das stimmt. Das geht wirklich flott. Wir sparen alle hier zusammen. Frage aus dem Chat. Ja, ich streame mit Chromecast hier gerade. Oh, das ist eng hier. Mist, voll gegen die Wand gesetzt. Ah. Ja, aber den Staub haben sie voll auch richtig gut animiert. Ja, super, die Karten. Oh. Ah, das ist echt toll gemacht, die Strecke. Oh. Ja, die macht schon Laune. Aber die ist schwierig. Sehr schwierig, sehr anspruchsvolle Strecke, ja. Ja. Ach, ich bleib da hangen, ne? Aus dem Patrick hole ich mir nicht mehr. Keine Chance. Ja, der hat ja auch hier, der lebt ja auf der Strecke. Der ist hier durchgeflutscht wie ein Eins. Ja, der merkt sich gerade die schwierigsten Strecken und auf den kann er dann glänzen. Hm? Typische Taktik, kennt man. Genau. Schönes Ding, schönes Ding. So. Jungs, aber ich brauche schnell eine Pinkelpause. Ja, geh schnell pinkeln. Kurz. Kriegen wir hin. Kriegen wir bestimmt hin, dann nehme ich das auch noch in Kauf. Dann wird gepinkelt, dann gucke ich mal schnell in den Chat. So, wir sind alle drin. Ich mache mal weiter. Dann sind wir zumindest mal in der Lobby und ich guck mal, was bei euch so los ist. Hallo Chris. Ja, wie gefällt euch Minimotor Racing? Habt ihr Minimotor Racing für eure Quest oder kanntet ihr das Spiel noch gar nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Sind jetzt alle pinkel? Ja, nee, ich bin noch ich bin noch da, aber ich mache was anderes. Ich nehme mir gerade noch ein Stäbchen. Also, wenn die anderen pinkeln gehen. Achso, okay. Das analog pinkeln. Normalerweise haben Rennfahrer immer so eine Windel an. So wie ich jetzt gerade.
Der Anubis, der okay. trinkt nebenbei. Ja, ja, genau. Alles gut. Ja, geiles Spiel. Nein, nein, nein. Nee, ach, jetzt ist er wieder da. What? Ja, ich bin wieder. So. Okay. Ich bin auf Go. Oh, ihr wartet noch. Ah, da ist er. Ja. Ach, liegt ihr jetzt schon los? Wir sind alle wieder da. Ah, ja, okay, dann komme ich wieder rüber auf einen anderen ja. Platz. Moment. Ja. Irgendwo höre ich mich auch doppelt. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Ja, das kommt jetzt, ist jetzt gleich weg. Achso, okay. So. Da noch. Weiter. Jawoll. Ach, schön wieder am Hafen. Ach, schön wieder am Hafen. Ja, Hafen, die ist sehr schön. Oh, das ist auch spannend. Ja. Ja. So. Seid ihr winzig? Ich höre mich immer noch doppelt. So. Mann! Ich heb ab. Oh, da kommt er. Nein. Oh ja, das war gemein. Verdammt. Ich kassiere da gerade. Nimm die Kurven schön eng, da liegt eine Mine. Verdammt. Oh, diese Mine ist gefahren. Anubis, was ist denn da schon wieder los? Oh, okay. Ich hab nur noch so aufschauen. Nein! Bleib was zurück? Nein! Oh, gutes Rennen. Das war jetzt ein Kampf. Ja. Purple dann noch stand nicht. So. Das war jetzt sehr spannend. Nein. Haben wir einen Erfolg gesichert? Jawohl. Hör mal, Buddy, kannst du noch mal bei dir gucken? Ich höre mich immer noch doppelt. Warte mal. Ich glaube, ich habe versehentlich die Quest lauter gemacht, als ich die abgenommen habe. Okay. Jetzt müsstest ja. du mich die Stimme test, test. Selber hören, oder? Ja, ganz leise, doch noch. So, jetzt besser. Jetzt ist besser? Ja, ist immer noch ganz leise. Ob jetzt besser ist? Nee, also ein bisschen höre ich mich immer noch. Also komplett leise habe ich euch auch nicht gehabt, den Sound. Warte mal, was helfen würde. Sag nochmal. Hallo? Ich sag nochmal. Test? Ja. Nö, jetzt geht's anscheinend. Jetzt höre ich mich nicht mehr. Jetzt ist gut. Okay. Jetzt hörst du nichts mehr? Jetzt gut. Gut. Ich habe dich einmal gemutet und wieder freigeschaltet. Irgendwie lag's daran. Ja. Okay. Ja, der Kai hat es auch schon 20 Stunden gespielt, das Spiel. Die Lucienne sagt, sie hat super Tax-Card für den PC und findet, dass sie sich nicht viel nehmen. Kennt ihr das? Ja. Nee. Nein. Boah, ich fahre mir aber auch einen Scheiß zusammen, ne? Ich hoch. Oh. Schraubenschlüssel. Nein, ich auch. Ah, ey, kann mich nicht bewegen, ne? Boah, heute, also hier in dem Rennen kriege ich gerade viel ab, ey. So. Alles gut. Super Rennen, ey. Ja, macht schon Laune, das Spiel. Und schon, ich hatte es wohl jetzt hat der Valentin geholt. Ja, Glückwunsch, Valentin. Gespielt, aber wow, Dankeschön. Super geil. Bis jetzt habe ich euch einfach nur geschoben. Genau. Ja. Okay, jetzt geht's los. So. Die nächsten Strecken haben wir freigeschaltet. Eine Strecke, die ich sehr gerne mag. Vorstadt, ja. Die ist nur hart, aber die ist gut.
in allen schönen Strecken. Jo. Der Davino feuert dich an, Valentin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das hat mir jetzt auch einen Platz mehr gebracht. Direkt mehr. Die Map schaut aber auch voll cool aus. Oh nein! Die ist richtig hart. Die ist verwinkelt da. Oh ja, das ist tatsächlich ein Mist! Und gerade mit Teil X ist das halt heavy. Da zieht jemand ab. Nein. Tornado ist Tornado. Schön gespielt. Schön gespielt. Oh, knapp, knapp. Das war jetzt. Ja. Knapp. Ja. So. Das war jetzt auch Schlüssel. Mit dem hast du mir letztens so richtig saures gegeben. Der war nicht von mir. Richtig schön. Der war nicht von mir, den ich abgefeuert habe. Ich bin zeitgleich mit dem NPC Jimmy über die Strecke. Boah, was? 0,49, und warum bist du denn dein Vierter? Das war lächerlich. Du hast sogar noch die schnellste Rundenzeit gemacht. Also die schnellere. Ja. Okay. Von dem einen. Ja, eigentlich. Krass. Ist der Jimmy cheated? Ja, NPC cheaten immer. Das ist bekannt. Eine Frechheit ist das, eine absolute Frechheit. Ja, du musst die Rennleitung entscheiden. So, nächstes Rennen. So, die vier noch und danach mal noch 1, 2, 3. Also, dass wir einmal Auto, Fußball in allen Kombinationen spielen und dann weiter rennen. Was haltet ihr davon? Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Ja, vielleicht hat der Chat was. Ja auch mal einen Wunsch, was wir uns hier angucken. Da ist ein Biber oder so. Oh. Oh. Und das ist halt super geil, ne? Du kannst halt so schnell einfache, flotte Runden spielen. Mal eben, ne? Oder einfach schnelle Rennen. Ne? Oh, das war letztes Mal, ne? Mann, ey. Was ist das eigentlich für eine Pornokarre, ey? Schöne, güldenes Auto, ey. Richtig geil, Anubis. Mhm. Oh, okay, die Mine ist jetzt geil. Die ist perfekt platziert. Das sind Schafe, Mann. Schafe. Direkt unterm Bus. Was seid denn hier für Leute, ey? Das ist ein deutsches Richtig. Ja, das haben wir gerade gesehen, ja. Richtig schön geplant. Oh, das war jetzt gut geschlagen. Oh, schön. Das war kurz. Boah. Oh, schön. Das war jetzt richtig geil. Richtig super. Schwein gehabt, ja. Spannend. Ja, wirklich. Ja. Hm. Jawohl. Sehr schön. Yay. Weiter geht's. So, und gleich müssen wir erstmal nach der Knete. Ich würde aber ganz gerne echt vielleicht 1, 2 Runden mal Pause machen und dann direkt wieder mitmachen. Ja, meldest du dich dann über Chat zurück oder bleibst du einfach stehen? Ich glaube, ich bleibe einfach stehen. Ist, glaube ich, das Beste. Oder muss mich in den nächsten Reihen bleiben. Ja, bleib einfach stehen. Ja. Alles klar. Jo. Ja, das schreibt gerade jemand im Chat. Deathmatch-Modus wäre natürlich noch geil, ne? Oh, yes. Ja, ja. Das ist ein Destruction Derby. Schutzschild hat gezogen. Ja, okay. Wow, ein 100er. Sehr geil. Oh.
bin gleich zurück. Valentin, warum spielst du das eigentlich von außen? Ist noch mit Motion Sickness oder? Extrem, okay. Also beim Autofahren nur. So, die anderen Spiele gehen voll klar, aber hier irgendwie... Vignette kannst du dir einstellen, ne? Hier, dass du sagst, da wird so ein Rand eingeblendet. Ja, aber das bringt irgendwie nichts. Cool. Ja. Ich trage halt auch so Motion Sickness Armbänder extra. Was machen die denn? Wenn ich so intensive, Spiele spiele, aber hier... Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich probiere jetzt nochmal eine Runde. Was gibt's denn? Was sind denn Motion Sickness Armbänder? Ach, scheiße. Buddy, kannst du auf Start machen? So. Das sind so Armbänder, die ziehst du dir einfach drüber. Und die funktionieren so mit Akupressur. Ja. Dass die an eine ganz bestimmte Vene reindrücken, die deine Übelkeit unterdrückt. Und das bringt was? Extrem. Also sowas wie Onward und so hätte ich davon nicht spüren können. Wusste, also habe ich echt noch nicht von gehört. Das ist krass. Ja, und die kosten auch nur 2 Euro. Okay. Ja. So, das ist auch gut für Ding. Für schwangere Frauen. Gegen Morgenübelkeit. Okay. Sekunde, wir müssen noch einmal neu starten. Der Buddy ist gerade rausgegangen. Dann machen wir noch mal ein Rennen. So. Okay. Mal gucken, wenn er sich über den Chat zurückmeldet, wann ich den einladen soll wieder. So. Oh, es regnet. Haben wir Regenreifen drauf. Flutschig. Meine Reifen sind auch nur geringfügig zu breit für das Auto, ne? Ja, passt so. Oh nee, ich verkacke das aber auch einfach hart. Mein Gott, ne. Oh, schönes Schutzschild. Ich dachte, wenn ich dich damit ramme, drehst du dich vielleicht noch ein bisschen. Aber ist, nein, anscheinend, ich glaube nicht. Ist anscheinend nicht so. Den Schraubschlüssel, okay. Jetzt will ich auch noch, du kannst den Schraubschlüssel an die Wand werfen vor dir und dann kommt zurück. Oh Mann! Oh, okay. Da sind wir ineinander gecrashed. Kleines Geschenk für dich. Ja, ich dachte ich mir. Nein! Volltreffer. Okay, aber du warst ja. Okay. Ja, doch, hast du. Du bist doch gut weggefahren. Etwas ausgebremst. Ja. Hallihallo, Blue Eyes. Meistens habe ich immer nur deinen Schraubschlüssel. Ja. So. So, düsen wir noch weiter, bis der Buddy wieder da ist, oder? Und dann Auto. Ja, ich bin dabei. Mach mal so. Du bist der Chef. Ja, ein Spectator-Modus wäre natürlich cool, wenn, ich sag mal, wenn jetzt hier noch ein Fünfter dabei wäre und uns dann aus der, also ich sag mal, aus der Vogelperspektive zuschauen könnte, der könnte hier richtig einen auf Kommentator machen, ne? Ja, perfekt. Und dann wäre ich nicht mehr Letzter. Genau, der bleibt dann einfach stehen. Ja, oh, was? Schon. Sehr schön. Nein. Nein. Komm, komm, nein, nein. War nix. Okay. Verdammt. Oh, sorry, sorry. Nein. Oh nein, ich habe zu früh geschossen. Okay, aber hab ich nein. Ich hab noch was für dich. Komm, komm, nein, nein, nein. Oh, er hat noch einen Turbo. Alter, jetzt sind wir schon. Boah, war das knapp. Sehr schön. Sehr das schön. Das war ein schönes Match. Ja, das war spannend. Ja, extremst. Guck mal, 0,3 Sekunden, ey, wie knapp einfach. Okay. Das war wirklich. Ja, echt Hammer. Okay. Schön, schön. So. So, Buddy, bist du wieder am Start? Buddy scheint wieder am Start zu sein. Ich lade ihn mal ein. Okay. Yes. Der musste wohl neu starten, schreibt er gerade. So, dann ist er wieder dabei. Und ich gehe mal für uns wieder
in den Arcade-Modus Bumperball. So, da verbindet er wieder. Ich mach mal Themenwechsel, ich war schon mit Zockstube. Ja, das ist doch fair. Sekunde, ich wähle mir eben Wagen aus. So, perfekt. Okay. Alles klar. Mann. Da ist meiner. Ich muss gerade mal gucken, welche Teams sind wir überhaupt. Ja, so machen wir. Rot. Wechseln wir einmal durch, da müssen dann ja 3 Matches sein, ne? So. Alles klar. Mach gut. Ja, hat sich gerade eben. Na, man musste das neu starten. Ja, du hackelst gerade ein bisschen bei mir. Mhm. Ist ja auch schuld. Sachen. Ja, dein Voice ist gerade irgendwie nicht sauber. Ich muss auch da, jetzt ist besser. Okay. Das ist so wie da, wo wir getestet haben, weißt du, wo der sich erstmal fangen musste. Jetzt ist gut. Ja. Okay. Ich sitze hier nicht richtig. So, jetzt aber. Okay. Hau rein. Rosa. Oh, verdammt. Na. Schön. Ja, Mann! Am Mist. Okay. Drin? Erstes, jawohl. Erstes Tor. Sehr gut. Zurück. Ach, Mist, vorbei. Ich schon verliere. Nein. Ach, jetzt habe ich die Sicht gewechselt. Nein. Jawohl. Nein. Ja, schön. Nein! Was ein Timing. Nein, verdammt. Oh, schon gerettet. Oh. Jawohl. Okay, schon. Mist. Nein! Mist, wieder vorbei. Ich fahre ja auch die ganze Zeit am Ball vorbei, ey. Verdammt. Nein. Ich hab ihn noch selbst rausgeholt. Ja, wir haben beide jetzt gerade geblockt. Schlau gemacht. Okay. Komm zu Papa. Da kommt der Papa. Wo ist er denn? Nein, verdammt! Scheiße, ey. Schön gespielt. Drängen sie schon weg. Oh, okay. Das ist sehr schön. Nein! Ich mach'n! Fuck, bin ich blöd! Nein, was machst du denn da? Perfekt, ey. Bock mich noch selbst, ne? Ach, Mist, wieder in Perspektive gewechselt. So, eine Minute noch, 2-1 hinten. Der ist noch nichts verloren. So. Oh, jawohl! Das war schon. 2-2. Ja, muss man den Patrick schon von hinten anfangen, damit er das Tor macht. Okay. Das Timing stimmt, so, ne? Oh. Total daneben. Verdammt. Buddy, bitte. Schon. Ja, Patrick, ich bin da. Ah, oh, verdammt. Jawohl. Nein. Sehr schön. Ja. Das war knapp. Gut gerettet. Ist er raus? Ja, das ist wirklich schon. Ich habe mich einfach mal quergestellt. Wo ist er denn? Da! Da! Oh, schön abgeluchst. Ein bisschen Turbo. Jawohl. Nein, was mache ich denn? Weg da! Kurz vorher abgepfiffen. Ja, klasse. Unentschieden. Ja, super. Gutes Spiel. Ja. Spannend. Ey, in der Konstellation nochmal, das war jetzt echt ausgeglichen, oder? War ja cool, ne? Ja, machen wir nochmal. Also, wenn ihr Bock habt. Ja. Jetzt nochmal durchwechseln. Ja, ich finde, in der Konstellation hat das echt gut funktioniert. Also, ich würde jetzt sagen. Okay. Das war jetzt so richtig spannend. Ansonsten, wir können gleich nochmal wechseln, aber ich fand jetzt die Konstellation war echt nett. Ja, alles gut.
Buddy fährt wie ein Schalker, das ist eine Frechheit. Oh, hab ich jetzt. Oh, Entschuldigung, sorry. Warum sagt man das zu mir? Allgemein. Fühl mich gemobbt. Warum das denn? Das ist ein Kompliment. Na gut, momentan nicht, ne? Wo bin ich? Wo hast du das? Verdammt. Mist. Also von hier oben ist er doch relativ schlecht. Ich probier jetzt mal die Außen an sich. Oh. Wo ist er? Ah, ja, schon wieder drum vorbei. Ich kann so nicht fahren. Kann ich sie nicht wieder wechseln? Wie kannst du wieder wechseln? Wo ist er denn überhaupt? Nein! Ich hab den Ball voll verloren, verdammt! Komm schon, da du bist ja! Verdammt, Mist. Schön. Nee. Okay. Wo ist er? Da. Wo ist er denn? In dem Kasten. Mist. Jawohl. Ist er wieder die Sicht gewechselt? Eckendribbling da. Wechselt ja immer die Perspektive, wenn ich so. Nein, was mache ich denn da? Gut, Buddy. Sehr gut. Ach, ich Idiot. Oh, wieder vorbei. Ja, aufpassen. War schon gut so die Richtung. Schon. Weg damit. Nein. Ja. Nein. Okay. Oh, das war knapp. Ja, komm, fahr rückwärts. Ich hab schon rückwärts gehabt. Nein! So, komm. Ab zum Gärtner, ja. Sehr schön. Oh, ja. Smash. Mist. Smash. Erwischt. Sehr gut. Schön. Was? Hat das jetzt nicht gezählt? Nein, das hat hier überhaupt nicht gezählt. War ja ohne drin. Nee, ab und zu springt der Ball irgendwie hin und her. Ey, wir haben den abgeluchst. Das war Dribbling vom Feinsten. Das war so schnell, dass die FPS von der Quest gar nicht geschafft haben. Das sieht dann so aus, als würde der hin und her springen, weißt du? Ja. Nein! Oh, da war der Anubis gut hinter. Ah, die haben hier so schön aufgelegt. Der war so ein toller Pass. Wir sind 1-0 hinten. Ja, Buddy! Gut. Nein. Bam! Wir kriegen immer mit Köpfe. Bam, jetzt aber, komm. Wo ist er? Schön. Also. Sehr gut. Jetzt kann es bei mir aber auch ein bisschen gehoppelt. Ja, jetzt komm. Ach, ist vorbei. Mist, schade. Okay. Ausgang 1-0. Achso? Ja. Einen noch in der Konstellation? Ja. Ein letztes. Ja, aufhören. Ja, von mir aus gern. So, wir. Also hier finde ich wirklich, bei Bumper Ball ist die Sicht direkt hinterm Auto. Eigentlich die beste, ne? Also finde ich auch. Auto, ja. Ach, da bin ich. Okay. Verdammt, der war ein guter Schuss. Nein, da hat er den so direkt. Bam, Mist. Ja, Alter, verdammt, ey. Hast du gut gemacht. Glückstreffer. Nee, der war gut. Oh, das war nichts dafür. Go. Oh, was war denn das? Zum Teil habe ich das Gefühl, es wird da etwas komisch. Buddy! Na, warte mal. Ja! Okay. Ah, Mist. Sehr schön. Oh, nein. Patrick? Ja! Nein. Ja, das war geil. Sehr schön. Das war schön gespielt. Ein Traumtor. Ja. Nein! Der war selten blöd. Nein! Au! Oh. Ah, Mist. Oh, scheiße. Nee, der hat nicht gezählt. Doch. Nee, hat er jetzt gezählt. Nee, 1-1. Nee. 1-1, ja. Gut. Fair. Super.
Nein! Perfekt. Jetzt kriegen wir eine Klatsche hier, Patrick. Hau ab! Ja, sehr schön, Mann! Oh, das sollte man. Patrick, ich bin ja nicht mehr weg. Der Valentin, der macht das so gut, der blockt mich da, der macht also nicht weg, ne? Der wird aber keiner gerade. Ich bin wieder dabei. Ich habe nicht verstanden. Nein! Ja, komm! Nein! Boah, was ist das denn für ein Timing? Nein, nein. Anubis! Boah. Jawohl. Oh. Ja, super, Patrick. Der war echt gut. Sehr schon gerettet. Achtung. Ich gerade kein Tool. Oh, ich auch, ich gerade auch nicht, verdammt. Ich kann ja nichts machen. Ah, Mist. Nein. Patrick. Bin hier im Weg. Ich bin im Weg. Nein! Ja. Ich konnte ihn nur noch. Ja. Nee, der war... Ja, war mein Fehler. Ich hab da nicht gecheckt, dass der Ball direkt hinter mir war. Fehler. Nein, Anubis! Okay. Sag mal, der Mann kennt keine Gnade. Ja, sollst du. Geht doch mal da weg! Was macht ihr denn da für ein Rudelbumsen, ey? In der Mitte. Jetzt haben wir wieder das übliche Niveau erreicht. Jetzt ist es soweit. So, sehr schön. Ja, er hat lange gedauert, aber jetzt habe ich. Also mein Angebot, einigen wir uns auf ein faires Unentschieden. Ja, würde ich auch sagen. Alles gut. Okay, machen wir wieder Rennen lieber, weil es ist ein doofer Spielmodus. Ah, ich finde den ist super. Also mir macht der richtig Spaß. Ja. Aber das war jetzt, da ja. Haben wir jetzt mal, also das wird man. Also weiß. Ja, dann Nubis zieht uns hier bei allem die Hose aus, ne? Bei Bumperball im Rennen. Soll ich mal rausgehen? Nein. Da konnte ich ja hier rauchen. Nein. Nee, bleib da. Okay. So. Ich sag mal, Viertelstündchen, 20 Minuten haben wir noch. Und jetzt noch ein paar Rennen schön bei Type X. Was haltet ihr davon? Hm? Ja, hört sich gut an. Ja, gerne. Ach, erstmal auswählen wieder, ne? Ist auch so eine geile Strecke hier, ne? Ja. Pass auf hier, da. Kamele können über die Straße laufen. Nein, warte! Okay. Mist. Oh. Es wird wieder gedrangelt. Oha. Oha! Da, Fischschraubenschlüssel. Oh, ist ein bisschen... Oh, ich hab was kassiert. Ah ja, genau. Ja. Ist ja mit der Ball. Ist der nicht bist du nicht willig? jetzt. Der Valentin, lob mich da einfach. Ja, das muss auch mal sein, ne? Ja. Das wird denn mit dem Taktik, hab ich so einen Kampf. Sehr schön. Das war das wirklich gut. Schönes Match. Gut gespielt, guck mal, so sehr knapp war es auch geschafft. 0,09 Sekunden, Anubis. Das ist echt, das gibt's gar nicht. Glückwunsch. Nicht schlecht. Oh, bei so, euch war aber auch knapp, wa? War hier, bei euch war richtig fight, oder? Ja, war richtig schön. Krass. Ja, das wäre jetzt schön, wenn man im Stream noch so zu euch schwenken könnte und mal den Blick so kreisen lassen könnte. Multistream. Ja, das wäre geil. Multistream, könnte man mal machen. Ja, ist halt interessant. Aber das ist mit Delay halt auch immer scheiße, ne? Dann ist halt eventuell 2-3 Sekunden Zeit versetzt, da macht das schon keinen Sinn mehr, ne? Das kann ja. Also richtig geil kann man das natürlich am PC im VR mit dem Project Cast machen, ne? Das ist halt richtig schön. Da kannst du dann auch zwischen den Perspektiven wechseln. Ja. Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte zumindest, wenn ich über der Ziellinie bin, mich da an die Seite stellen und mir dann den Rest angucken. Das mache ich gleich, ne? Ja, klar. Geht. Müssen wir dich natürlich vorlassen, damit du auch als Erster bist. Ja, natürlich dann, nur für den Fall.
Ja, klar, logisch. Will schon. Mit Fußball am Arsch. Ja, auch schön getroffen. Nein. Falsch. Ah, das ist gerade schon mal aufgeregt, ne? Ja, total. Ich hoffe jetzt noch ein Tornado hinter mir. Kommt aber nicht. Oh. Das ist eine schwierige Kurve. Genau. Erwischt worden von Tornado. Okay, aber wieder mit dem Kratik. Kommt der nächste. Schönes Rennen. Kampf. So, wo seid ihr? Ja. Da kommt der Buddy. Und Walli. Da ist er. Schöne Strecke, das auch mal so zu überblicken hier, ne? Ja. Nice. Weiter geht's. So. Ach, guck mal, das ist diese Saint-Tropez-Strecke, nenne ich die mal. Ja. Bei Nacht, yeah. Ist ja geil. Ja. Schön. Kann man sich schön zuwinken, das ist geil. Mein Gott, der Buddy, der ist nicht da. Fliegen kann ich, das weißt du. Anubis boostet zum Booster. Ja, muss. Bad Boss. Ah, Mann. Hier wird echt hart gefightet. Die hat gesessen. So. Das sind 6 Runden, ne? Das ist eine große Strecke, ja. Das ist da. Ja. Hurricane. Ein schöner Tornado, ne? Ja, ich hab's gewusst. Komm, war doch ein Mist. Boah, du kriegst auch gerade alles ab, ne? Ja, momentan. Und ich habe keine Mähne, was mir am meisten bringen würde momentan. Einfach Schraubschlüssen. Ja, passt schon. Schon das nächste. Und da ist er. Komm schon. Ich häng fest. Achso, jetzt. Oh. Ich höre schon wieder ein Hurricane. Ja. Yeah. Boah, hab ich ein Glück. Oder du bist jetzt schon wieder über alle Berge. Naja. Ja, das Ding ist wieder. Der Drops ist gelutscht. Okay. Letzte Runde. Ach Mist, blöder Schlüssel. Ja. Pardon, Valentin. Naja, über 100 hast du. Ja! Ja. Schön, Mensch hat auch meiner mal getroffen. Ja, freut mich, dass es gerade am Valentinstag soweit ist. Nein! Ja, vorbei! Oh, schon wieder, ey, wie macht er das? Das nennt man Skill, das ist ein kleines Geheimnis. Ja. Ja, cool, ja, super knapp. Das war richtig spaßig. So, jetzt gucke ich nochmal hier. So, wo ist er? Valentin! Ja, du siehst immer mich. Go! Da kommt er. Auf der Nummer 6. Valentin, Walli. Go! Und jetzt ist er über den Ziellinie. Ja! 5, wenn ich gucken dürfte. Er ist auf der 5. Ich habe ihm Unrecht getan. Ich bin meiner journalistischen Pflicht nicht sauber nachgekommen. Ich bitte das zu entschuldigen. Du hast natürlich völlig Schämen recht. Schäme dich. Nein, da gibt es keine Entschuldigung. Nee, das ist, ach, guck mal, hier ist er das doch. Gibt's. Hallo. Hier, Valentin. Hallo. Ja, so. Servus. Ja, geil. Oh, okay. Übrigens, ich sehe gerade, der Oschi hat in den Chat geschrieben. Ja, hallo Oschi. Cool. Und der hat ja auch Medal of Honor sich jetzt mal angeguckt und fand das richtig gut. Ja, der. Weil der war ja nicht davon überzeugt, dass das richtig gut sein könnte. Ich habe dem ja in den Ohren gelegen, er muss mal unbedingt Medal of Honor spielen. Hallo Pascal. Und jetzt hat er das gemacht und findet gut.
Okay. Ja, es würde mich auch noch interessieren, aber ich denke, meine Maschine mag das nicht mehr beißen. Was hast du? Ja, eigentlich eine Quattro P5000 und dort halt ein Cloud-PC. Achso, ja, bei den Cloud-PC wird es doch gehen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Zum Testen ist mir das Spiel zu teuer momentan. Ne? Du kannst es ja refunden, genau, wenn er nicht geht. Ja, geht wirklich, ist ohne Probleme. Ja, dafür gibt er der. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Nein, ja, doch. Doch, sag mal. Okay. Ah, hier. Da. Der oh, Alter. Ne? Nein, der ist doch vorbei. Jetzt ist er vorbei. Du bist richtig anstrengend. Jetzt bin ich vorbei. Wie bitte? Ah, ist er wieder da. So, nix da. Nix da. Da. Ja, hier liegt irgendwie Patrick. Hammer. Ich finde es nicht in Ordnung, dass ich aufgrund meiner asozialen Fahrweise kritisiert werde. Kritisieren dich nicht wegen deiner Fahrweise. Boah, so knapp wieder. Wie ich den Anubis gerade richtig asselig in den Stein geschoben habe, das müsste man sich. Ah, da ist der Valentin. Ja, bist so schön. Ja. Richtig meisterlich. Ja, Mann. War das. Ja, super, Peter. Immer besser wieder alle ineinander. Meister! Das war eine richtig schlimme Aktion, ey. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Als du dich schämen würdest. Stimmt, also der Punkt ist irgendwo überschritten, ne? Nein, ich denke, du machst es beim Richtigen. Und da gewinnt er trotzdem, ne? So. Jetzt brauchst du nur 1000, dann kann ich mir echt wieder ein Höchsttempo. Nice. So, was haben wir? Hallo, Laufportal. Ja. Und Mad-Eye Mark, Hallöchen. So, Buddy. Ich muss weiter drücken, ja. Ja, sag ich doch. Ich sag, Buddy. Ach, mach das. So mach das Bock, ey. Ja. Oh, schaut euch mal den Himmel an. Der leuchtet voll. Ja. Ja. Ach, wenn ihr übrigens am ersten Eindruck. Schaut nur noch weiter. Das ist so eine super Taktik. Immer in einem Multiplayer-Spiel zu den Gegnern sagen, schaut euch mal den Himmel an. Und dann entweder vorbeifahren oder abschießen, je nach dem Spiel. Für alle Leute, die zuschauen, wenn ihr. Hab ich ausprobiert. Wenn ihr. Hat das mit der Bande funktioniert? Ja, aber wunderbar, ich bin noch an euch vorbeigefahren. Jetzt ist Anubis wieder an mir vorbei. Ja, du auch noch, ey. Ja, schießen. Oh, was ist das? Oh. Soll ich wohl, bis dein Schild weg ist? Nein. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch, komm. Komm weg. Oh, sehr schön. Oh, Buddy, was ist los bei dir? Du fährst wie eine Wildsau. Ah, 6 Runden. Ja, ja, muss ja mal sein. Das ist am Abgehen, ne? Das macht mir nein. Oh, jetzt kriege ich richtig auf den Deckel. Ich liebe das, eines nicht vor mir zu haben. Scheiße. Hast du mal am liebsten. Mist. So. Nein. Ah, oh, kommt hier, kommt die Zockstube. Ich könnte platzen. Ich Mann, platzen. Blöde Schlüssel auch noch. So, schön gespielt. Ist auch vorbei. Der Raum ist vorbei. Ah, so ist Valentin. Ey, das ist doch nicht wahr. Durch die Passage. Das ist doch nicht wahr. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten. Ach Mist, jetzt. Ich bin genau am falschen Ende. Ich war so knapp vom da Sieg. Da ist der Valentin. So ärgerlich. Immer diese Gibbos, ey. Schade. So. So wenig Geld bekommen. Das Geld muss auf die Tasche. An der Stelle Dankeschön für alle, die bisher gespendet haben, die ich nicht gesehen habe. Das Geld muss auf die Tasche. Ja, das ist wirklich mit der Quest hier, wenn du streamst. Du kriegst es ja leider nicht mit, deswegen bedanke ich mich dann immer in der Woche darauf. Weil ich kann das dann wirklich nur bei Tippi sehen und kriege das im Stream halt gar nicht mit. Echt? Du kannst das nur bei Tippi sehen? Ja, es ist, ist auch so, dass ich ein Overlay gemacht habe. Das heißt, wenn du jetzt bei Tippi spendest, dann wird das hier übers Bild eingeblendet. Aber das, ich kann ja auch nicht im Spiel nachschauen, weißt du? Ja. Ah,
Was geht denn hier ab, ey? Sind die... Boah, und ein Anubis fährt da vorne weg, weil wir hier uns alle gegenseitig so platt machen. Anubis, kleines Geschenk für dich. Okay. Ah, nee, ist gar nicht. Ja, ja, ich mach was für dich. Oh nein. Ja, hier. Oh, da will ich eine rein. Ah, das ist keine Chance, wenn das hier abgeht. Und der Valentin, tut mir leid, was gerade so schön in Reichweite auch. Boah, Anubis, ich sehe dich schon wieder nicht. Das ist, du bist ah, so eine Maschine. Ich kriege jeden einzelnen Schraubenschlüssel ab, ne? Wahnsinn. Ja, ich hatte jetzt gerade eine Glanzrunde. Wo warst du denn? So, wo ist der Valentin? Da kommt der. Nee, da kommt der Valentin. Ich fährt eine geile S-Kurve. So, da fährt er. Er gibt Vollgas und jetzt ist er über die Ziellinie. Jawohl. Den habe ich gut eingefangen. Nee, bekommen. Ich habe die ganze Zeit Geld eingesammelt. Dankeschön. Ja. Oh, das nenne ich Teamplayer. So. Nee, es gab doch nur 10 Credits für mich. So. Die Wüste. Schaut mal, Zeppelin. Oh, ja. Ah, jo, geil. Ja, stimmt, da fällt mir ein. Guck mal, auf dem Zeppelin steht Rush. Das ist das Wingsuit-Spiel. Das ist auch von den Machern hier. Ja, genau. So. Ja, das ist auch ganz cool. Ich habe das damals getestet, da hatte ich die Quest ganz neu. Mir ist so kurz schlecht geworden. Hm. Aber hat das auch ein Multiplayer? Ich glaube, ja. Ja, das ist... Wir sind ein typischer Multiplayer-Spiel. Ne? Das macht auch Bock. Das können wir auch mal im Multiplayer spielen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten natürlich wie immer die Aufforderung an den Chat. Wenn ihr mal einen Titel habt, den wir im Multiplayer zocken sollen oder den ich hier mal zeigen soll im Livestream, schreibt mir das hier gerne in die Kommentare. Oh, schön. Dann versuche ich das mal in den nächsten Wochen zu zeigen. Okay. Und Rush fände ich jetzt, sagen wir mal, im Multiplayer zu zeigen, auch nicht schlecht. Oh, schön. Boah, ich bin vom ganzen Rumschreien richtig heiser. Ich hab kein Turbo mehr. Schön. Nein, dann wollte ich. Oh, Geld gesammelt. Schön, ja, aber dann lohnt sich fast der Umweg nicht, weißt du das? Ja, okay. Nein, und der war genauso gut zu Beginn. In der Kurve sind die fies, ey. Der war gut. Und da ist der Bagger nicht von. Sowas von. Sagt er, volle Konzentration. Bei dem Mann. Auf der Nummer 2. Die gleich nach der Kette. Mist, was ist denn hier los? Warum zündet der den Schlüssel mit? Und der nimmt sich dann auf den Boost. Frechheit. Rosa. Nein! Ja, nein! Geil! Hat den Boost genommen und abgeschossen. Das sah so gut aus. Verdammt. Boah, so, das kommt der Valentin. Guck dir euch mal an, wie knapp Valentin, das war. Pass auf den Schraubenschlüssel. Nein! Ich wollte gerade noch sagen, pass auf den Schraubenschlüssel auf. Nein. Sehr geil. Ach, mit euch macht das auch richtig Bock. Das ist echt eine gute Gruppe hier. Macht Bock. Ja, macht Spaß. Cool. So, ein Rennen machen wir noch. 15 Minuten. Und dann... Einen ist gut. Ja, langsam ist ja mal. Ja, brauche ich Nikotin. So, letztes Rennen. Wo ist denn jetzt mein Auto hin? Ey Mann, wo ist mein Auto? Gibt's doch nicht. Ich wollte immer ein Auto haben. Da ist er, Hot Rod. Na, zurück. Also Jungs, wenn ich Bonusgeld einsammle, das klickt ja auch, oder? Ich glaube ja. Ja, das ist die Taktik doch klar. Einer von euch wird Erster und ich als Letzter sammle das ganze Geld hinter euch ein. Ja. Das ne? ist Teamplayer. Ja, hallo. Das ist super. Yeah. Also gleich mal um die Sonne. Guckt euch mal die Sonne an, wie geil die aussieht. Ja, hau ab, ey. Was ist das denn für ein billiger Trick, Alter? Mach Valentin.
Verdammt. Okay, ich kassiere. Nein! Scheiße. Nein! Ja, ich dachte, ich nein! Scheiße! Ja, nein, der Buddy ist da! Nein! Ja. Nein! Buddy der ist Buddy ist da! Bam, bam, bam. Nein, und der Buddy hat noch einen Boost! Verdammt! Ja! Glückwunsch! Schönes Ding! Schönes Ding! So Leute, Rennen, ey, das hat heute da Valentin. Hallöchen. Musst du noch eine Runde oder bist du fertig? Ja, Mann. Achso, nee, ich okay. Bin fertig. Oder? Doch, ja, so eine okay. Scheiß Frage fällt mir gerade mal auf. Entschuldigung. So, ich gehe nochmal in den Vogelmodus. Nee, alles gut. Ja, Leute, es hat mega Spaß gemacht mit euch, muss ich echt sagen. Das war eine richtig gute Truppe. Geil. Und ich bin mal gespannt, was der Chat dazu sagt. Ob sich noch mal lohnt, Minimotor Racing zu spielen, ob ihr das noch mal gerne sehen wollt, irgendwann in ein paar Wochen. Und allgemein interessiert mich natürlich auch, wie ihr das Spiel findet, also im Chat. So, Leute, ich würde jetzt gleich hier aussteigen, möchte euch aber noch die Möglichkeit geben, euch zu verabschieden. Ja, war toll, war mega, ja, ganz viel Geld eingesammelt. Spaß. Ich bin gerne wieder dabei, es hat richtig Spaß gemacht. Voll. Ja, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Leute dann das hier nochmal sehen wollen, weil ne, wir haben ja nur rumgeheult und waren total unzufrieden, ja, wie das Spiel ist gelaufen ist. Ist aber auch scheiße gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen. Bedanke mich hier mit der tollen Runde. So viel Spaß heute wieder gehabt zu haben in VR. War wieder richtig schön und wünsche allen natürlich noch einen wunderschönen Abend. Seid ihr gleich noch kurz zur Nachbesprechung im Discord? Ja, alles klar, dann komme ich da gleich nochmal vorbei. Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Sehr cool. Bis gleich. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss, ciao. Leute. Ciao. So, dann komme ich jetzt nochmal eben zu euch in den Chat und mache mal hier das Streaming aus. Und mich interessiert jetzt natürlich, wie findet ihr denn Minimotor Racing? Wie hat euch das heute gefallen? Und ja, die Fragen, die ich gerade schon gestellt habe, boah. Es hat richtig Spaß gemacht, ein Zitat aus Arizona Sunshine. Wie viel kostet das Game? Ich meine 25 Euro. Hallo Woodghost, schön, dass du dabei bist. Ja klar darfst du den Channel von Anubis hier reinstellen. Ja Rex, freut uns, dass das Bock gemacht hat, zuzuschauen. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, der Valentin und der Buddy, die haben einen YouTube-Channel. Der Anubis hat auch einen YouTube-Channel, mit dem hatte ich vorher gesprochen. Der hatte dann gesagt, so soll ich nicht mit in die Video, ich bin ganz heiser von, ich weiß gar nicht, ob man das hört, soll ich nicht mit in die Videobeschreibung packen. Aber die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den Link vom Anubis auch nochmal reinpacken würdet, würde ich mich natürlich sehr freuen. Auch wenn ihr da mal vorbeischaut, die haben tollen VR-Content, sowohl der Buddy als auch der Valentin und der Anubis. Und wenn ihr da was, wenn euch das gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da auch mal ein Abo lasst. Ja, Anubis, da ist er direkt schon wieder im Chat. Vielen Dank für deine Spende. Sehr geil. 10 Schweizer Franken. Ja, geil. Das freut mich natürlich. So, und ja, wenn ihr Bock auf mehr Livestreams habt, dann findet ihr in der Videobeschreibung auch eine Playlist, wo ihr zu allen Livestreams der Zockstube kommt, wo ihr euch einfach durchklicken könnt. Da habe ich neben meinen ersten Eindrucksvideos einfach mal 2 Stunden Gameplay gezeigt. Also wenn ihr neben dem Video zum ersten Eindruck auch mal was Umfangreicheres zu einem, zu einem Game sehen wollt, dann ist die Playlist, die ihr hier in der Videobeschreibung findet, genau das Richtige für euch und ihr könnt euch da mal durchschauen. Ja, Tobi freut sich schon auf die nächste Session und Ogni hat es auch gefallen. Das freut mich. Das freut mich. Arizona Sunshine im Koop. Ja, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir das mal machen. Halten wir mal im Auge. Ich weiß nur noch nicht, ob nächste Woche. Ich muss mal gucken, was diese Woche so an Releases rauskommt. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Überblick. Lass uns mal am Donnerstag oder Freitag sprechen. Wenn, am Donnerstagabend kommen ja immer die Quest-Releases. Wenn da jetzt nichts Bahnbrechendes dabei ist, dann können wir gerne mal Arizona Sunshine im Koop spielen. Klar, gerne.
Ja, AK findet das Game auch gut und der VR Mainz auch. Ja, Leute, dann kann ich mich nur noch bei euch bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat es heute mit der Truppe mega Bock gemacht. Ich muss sagen, das war jetzt wirklich eine der spaßigsten Livestreams, die ich bisher hatte. Die machen mir natürlich immer Spaß, aber heute war so, wenn man im Multiplayer ist, das mit einer Gruppe funktioniert, das ist immer noch mal ein Ticken drauf. Und es freut mich, dass es euch auch gefallen hat. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hier unter den Livestream packt oder mal einen weiteren Livestream guckt. Insbesondere würde ich mich bei den Kommentaren darüber freuen, wenn ihr mir vorschlagt, was ihr denn mal gerne für sonst für einen Livestream sehen wollen würdet. Weil ich da schon relativ lange sitze und denke, ja, worauf hast du Bock zu zocken? Was sehen die Leute vielleicht gerne? Also da würdet ihr mir schon mithelfen, wenn ihr einfach nur kurz hier unter dem Video in die Kommentare schreibt, einfach nur den Namen des Spiels. Und dann kann ich gucken, was wird denn häufig vorgeschlagen und da entsprechend drauf eingehen. Pascal, gefällt das Spiel nicht so gut. Ja, die Runden, die sind relativ kurz, aber es ist ja sehr arcadig, ne? Ja, der Link zum Anubis fliegt leider immer raus. Ich weiß gerade nicht, woran das liegt. Ich würde sonst noch mal mit Anubis sprechen und das sonst in der Videobeschreibung noch ergänzen. Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen oben da lasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und ich wünsche euch jetzt einen guten Start in die Woche. Und ich denke mal, wir sehen uns mit dem nächsten Video am Dienstag. Macht's gut, Leute. Euch einen schönen Abend und ciao.